Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Hauptstadtbüro der Körperstiftung am Pariser Platz in Berlin. Ich bin Sven Tetzlaff und begrüße Sie zur zweiten Veranstaltung in der Reihe History at Debate heute. History at Debate ist der interaktive Web-Talk der Körperstiftung und der Gerda-Henkel-Stiftung. Und mit dieser Reihe wollen wir in diesem besonderen Gedenkjahr die Debatten rund um den Ersten Weltkrieg und um die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg ins Netz tragen. Damit haben wir begonnen letzte Woche bei einer ersten Veranstaltung in Hamburg, im Hamburger Körperforum. Da war die Frage, welche Bedeutung der Erste Weltkrieg für die Ausprägung der Biografie von Adolf Hitler gehabt hat, der ja auch Kriegsteilnehmer gewesen ist, für seine Radikalisierung und die nachfolgende Kriegspolitik. Heute geht es um die Verantwortung für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Debatte um die Kriegsschuld, das wissen Sie alle, hat in den letzten Monaten, man muss sagen, wieder an Fahrt aufgenommen. Sie hatte wohl ihren ersten Wendepunkt mit der Studie von Fritz Fischer zum deutschen Griff nach der Großmacht 1961, die der These, die bis dahin dominant war, vom Hineinschlittern der Großmächte in diesem Krieg das planvolle Handeln der Deutschen entgegenstellte und die Frage der Verantwortung eindeutig beantwortete. Die These hat ja die Historiker über einen gewissen Zeitraum in zwei Lager gespaltet, eine Frontstellung, die sich allerdings über die Jahre auch wieder abgekühlt hat. Und jetzt hat das Buch von Christopher Clark, dem australischen Historiker, die Debatte, kann man sagen, wieder aktualisiert. Das Buch Die Schlafwandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, nicht nur eine Fachdebatte, sondern in eine breite Öffentlichkeit getragen. Das Buch hat eine Auflage mittlerweile von über 100.000. Also das ist ja für historische Themen ein sichtbares Zeichen dafür, dass es die Menschen bewegt. Erleben wir also nach 100 Jahren, also 100 Jahre nach Kriegsausbruch, eine Neubewertung des Ersten Weltkriegs, müssen wir unser Geschichtsbild erneut korrigieren. Ich bin gespannt auf die Debatte, freue mich auf das Gespräch und danke jetzt abschließend dem Medienpartner Welt Online, die mit uns gemeinsam über diese Debatte berichten und insbesondere der Gerda-Henkel-Stiftung für die gute Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank, Sven. Mein Name ist Georgios Schatzoudis von der Gerda-Henkel-Stiftung. Ich bin dort vor allem verantwortlich für das Wissenschaftsportal LISA, eine Abspielplattform heute, in der der Livestream auch beispielsweise läuft. Er läuft auch auf dem Forum der Körperstiftung, auf der Plattform der Körperstiftung, bei Welt Online läuft er auch. Ja, vielleicht ganz wenige Worte zum Format und zum Prozedere heute, wie wir diesen Web-Talk tatsächlich realisieren wollen. Das Format, ein Livestream, warum machen wir das? Wir machen das, weil wir vor allem uns erhoffen, dass eine Debatte, wie es Herr Tetzlaff sie gerade schon erwähnt hat, die breit aufgestellt ist zurzeit, auch wenn sie an einem festen Ort wie hier stattfindet, eben doch vielleicht größer sein kann, also auch woanders stattfinden kann, unverortet sozusagen auch stattfinden kann. Das ist das eine. Das heißt, wer sich von außen einspielt, wer sich von außen hier zuschaltet, kann das tun. Man kann es A, live sehen und B, das ist glaube ich noch viel, viel interessanter, man kann sich auch in diese Debatte einschalten. Und wir haben uns zwei Kanäle ausgedacht, über die das im Grunde geht. Das eine ist Twitter, ein Kanal, der sich offenbar inzwischen gut durchgesetzt hat. Diese Veranstaltung hat einen eigenen Hashtag, der heißt Hashtag, das Doppelkreuz kennen Sie, HIST14. Und wir werden versuchen, im Laufe dieser Diskussion möglichst viele Tweets, die von außen kommen werden, möglicherweise Fragen, Anmerkungen, Kommentare, auch in die Debatte mit einfließen zu lassen, sie an das Panel weiterzugeben. Es gibt natürlich aber auch Leute, die noch keinen Twitter-Account haben und für die existiert die Möglichkeit, in unserem Portal bei LISA einen Kommentar zu hinterlassen. Das haben wir in der letzten Woche auch gemacht in Hamburg, haben aus dem Portal dann auch die Kommentare verlesen. Also wer keinen Twitter-Account hat, kann auch hier daran teilhaben. Letzter Punkt, wer heute nicht dabei sein kann und es nicht sehen kann oder wer es gern nochmal sehen möchte, es wird anschließend diese Veranstaltung als komplettes Video abrufbar sein. Also ich denke, ich habe von den Technikern gehört, dass es ab Dienstag dann auch bei uns im Portal, bei der Körperstiftung im Portal und bei Welt Online dann auch als Video dauerhaft abrufbar sein wird. Kurz zwei Worte zum Prozedere. Wir diskutieren, Frau Juliane Haubold-Stolle wird die Diskussion gleich eröffnen. Wir werden die Diskussion zweimal unterbrechen, für kurze, wirklich für wenige Minuten, um einfach ein paar Tweets von außen einzuholen.
das wirklich einzulösen, dass wir mit außen, mit der Öffentlichkeit diskutieren wollen. Und am Ende bekommt auch das Publikum hier vor Ort, aber auch nochmal die Öffentlichkeit außen, nochmal 15 Minuten Zeit, um Kommentare zu hinterlegen oder Fragen zu stellen. Zu unseren Gästen. Ich bin sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass es uns gelungen ist, ein wirklich so hochkarätig besetztes Panel zusammenzustellen. Sie werden unsere Gäste alle kennen. Ich stelle sie daher wirklich nur ganz, ganz kurz vor. Ich weiß nicht, ob ich Senioritätsprinzip oder ABC-Prinzip machen soll. In dem Fall ist es das ein und das Gleiche. Herr Krummeich, allen bekannt als Weltkriegshistoriker. Er ist emeritierter Professor für Neuere Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gewesen, Vizepräsident des Centre de Recherche de l'Histoire de la Grande Guerre. Und er hat, Sie werden es wissen, zahlreiche Nachschlagewerke, Sammelbände und Monographien zum Ersten Weltkrieg geschrieben. Jetzt zuletzt das Buch Juli 1914, eine Bilanz. Dann Herfried Münkler, zurzeit, glaube ich, ich weiß nicht, auf wievielten Podium Sie heute schon sind, nachdem er sein Buch veröffentlicht hat, Professor für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin und Autor mehrerer Studien zu Theorie und Geschichte des Krieges und jetzt eben jüngst Der große Krieg, die Welt 1914 bis 1918, inzwischen schon 40.000 Mal verkauft. Dann ein Professor aus England, ein deutscher Professor aus England, Sönke Neitzel. Er ist Professor für International History an der London School of Economics and Political Science und auch Autor zahlreicher Werke zur Militärgeschichte und insbesondere zum Zeitalter der Weltkriege. Und dann unsere Gastgeberin, freue mich sehr, dass wir sie gewonnen haben, Frau Juliane Haubold-Stolle, promovierte Historikerin und leitet die Ausstellung zum Ersten Weltkrieg am Deutschen Historischen Museum in Berlin. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ein letzter Dank noch an Ben Fechler und sein Team für die Technik, denn davon hängen wir heute ab. Es funktioniert alles. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an unseren Kooperationspartner, die Körperstiftung, an Welt Online und natürlich, last but not least, nochmal an unsere Gäste. Vielen Dank und damit übergebe ich das Wort gerne an Sie. Vielen Dank, Herr Tschatzoudis. Vielen Dank auch für die Einladung, heute zu moderieren. Ist mir eine große Freude. Ich denke, wir fangen gleich an. Wir haben es kaum hier bis hierher geschafft, weil die Herren schon drüben angefangen haben zu diskutieren. Wir haben aber dann doch gedacht, wir machen noch mal einen kurzen Break und fangen jetzt noch mal wieder an. Ja, wer trug die Verantwortung am Ersten Weltkrieg? Oder wer trug die Hauptverantwortung am Ersten Weltkrieg? Das ist eine Frage, die doch in Deutschland schon häufig diskutiert wurde, als Schuldfrage vor allen Dingen. Wir wollen versuchen, das Ganze vielleicht ein bisschen auszudifferenzieren und auch die verschiedenen Positionen deutlich zu machen. Ich würde gerne mit Herrn Neitzel beginnen und Ihnen die erste Frage stellen. Wie schön. Hab ich gar nicht ganz gerechnet. Überraschend, ja. Genau. Ist auch nicht abgesprochen, wie man sieht. Und zwar haben Sie ein schönes Überblickshandbuch geschrieben, über Krieg und Revolution auch. Mhm. Und darin eben 2008 geschrieben, ich habe jetzt das Zitat nicht wörtlich dabei, aber Hauptverantwortung trugen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn für den Ende des Krieges. Würden Sie das heute, nachdem Sie Clarks Buch gelesen haben, anders sehen? Ja. Und warum? Also ich glaube, dass wir in Deutschland so ein bisschen ein Problem haben, sage ich jetzt mal als der Jüngste in der Runde, dass wir anders als die Briten Deutungstracks haben und dass wir bestimmte Deutungslinien haben. Und auf dieser Deutungslinie bin ich irgendwie auch gewesen. Und man hat nach Fischer die Sache differenziert und man hat viele Länder berücksichtigt. Und kam dann aber doch zu einer Schlussfolgerung, dass eigentlich doch die Hauptschuld die Deutschen und die Österreicher getrugen haben, aber auch andere Länder natürlich beteiligt waren. Und das ist ja auch in gewisser Hinsicht plausibel, wenn man sich bestimmte Quellen ansieht. Gerd Krummeich hat es ja in seinem Band jetzt auch nochmal geschrieben, Juli 14. Und mich hat bei Chris Clark, was man immer zu diesem Buch sagen mag, eines überzeugt, typisch britischer Kulturraum: haben wir im ganzen Denken nicht einen Fehler gemacht? Und sind wir nicht zu lange einer bestimmten Denkrichtung gefolgt? Könnte es nicht auch ganz anders sein? Kann es nicht sein, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel? Und die Briten tun sich damit irgendwie einfacher, Dinge auch mal wirklich in Frage zu stellen. Das ist eine andere, ich erlebe das als andere Wissenschaftskultur. Und ich finde es
wir können jetzt sagen, diskutieren, Hauptverantwortung, ja, was heißt das jetzt genau? Die Deutschen waren zu 35% und die anderen zu 25% und so. Bei dem Lesen von Chris Clark habe ich die Überzeugung gewonnen, das ist eigentlich eine unsinnige Fragestellung, die wir da haben. Und die ganzen Quellen und Forschungen, die es gegeben hat, finde ich, deuten eben doch darauf hin, man kann diese Frage nicht wirklich beantworten und man wird ja auch keine drei Historiker finden, die dieselbe Meinung dazu haben. Ja, drei vielleicht schon, aber man findet aber sehr viele, die das sehr, sehr unterschiedlich sehen, die Gewichte unterschiedlich sehen und insgesamt gibt es eben keine Erklärung, der alle sagen, irgendwie zustimmen. Und es ist eine Forschung, die eben sehr lange läuft. Und ich glaube, dass das ist vielleicht auch eine Generationssache, das weiß ich nicht. Mich hat das bei Clark schon sehr überzeugt, dass eigentlich dieses Blame Game, hat ja auch einen Grund, warum es dieses Blame Game gibt und das, die Suche nach dem Smoking Gun, das fand ich persönlich sehr überzeugend. Also ich glaube, dass in der Tat, das war das, was mich am meisten überzeugt hat. Es gibt auch Dinge, die mich nicht überzeugt haben, aber das war das, was mich am meisten überzeugt hat und ich würde es heute wahrscheinlich anders schreiben. Jetzt würde ich gerne Herrn Krumm eigentlich fragen, weil Sie es jetzt schon erwähnt haben. Sie haben ja jetzt mit Juli 14 auch eine detaillierte Studie der Juli-Krise vorgelegt. Nach Clark, warum wollten Sie das nochmal so auf den Punkt bringen? Was hat Sie jetzt dann dazu getrieben? Doch die Hauptverantwortung. Also ich muss mal so sagen, ich gelte ja kurioserweise inzwischen als Anti-Clark und mein Buch wird jetzt ins Serbische übersetzt, nur aus dem Grund, weil die gehört haben, ich sei gegen Clark und da will ich ja immer stolz drauf sein. Aber ich muss auf der anderen Seite ganz deutlich sagen, dass ich gesagt habe, das Buch ist eine Wucht, was hinten drauf steht. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als es noch keine deutsche Ausgabe und keinen Hype gab, sondern nur die englische Ausgabe, habe ich gesagt, dieses Buch wird das Wichtigste, Entschuldigung, da kannte ich Münkler noch nicht, dieses Buch wird das wichtigste Buch über die Zeit sein und da stehe ich heute noch zu. Und dann habe ich aber auch gemerkt, auch vor allem als das Buch dann, wie es gelesen wurde, dass man sehr genau hingucken muss. Chris Clarks Duktus ist absolut überzeugend. Ne? Und selbst also so überzeugend, dass man fast denken könnte, Sönke, die Welt ist gar nicht rund, sondern eine Scheibe. Wenn der Christ dir erzählt, die Welt ist eine Scheibe, dann glaubst du es im Ende auch. So sieht das nämlich aus. So überzeugend kann der schreiben. Und für mich ist dann das Problem entstanden, dass ich eine Art von Vorurteil und ganz klarem Vorurteil, und das sage ich dem Christ genau wie Ihnen, dort immer wieder entdeckt habe, en Detail, nur im Detail, nur im Detail. Und dann habe ich gedacht, das musst du gerade stellen. Du wirst ja auf die, mein Gott, ich bin als Schüler von Wolfgang Mommsen, bin ich wirklich nicht als Fischerianer auf die Welt gekommen aber, oder in meine akademische Karriere gemacht. Das waren immer gegnerische Positionen. Aber auf die alten Tage will ich noch bald zum Fischerianer werden, wenn ich sehe, was hier los ist, wie Deutschland aus dieser Verantwortung rausgenommen worden ist inzwischen. Und man kann doch nur eins sagen, und das ist sehr traditionell, es gibt für den Ersten Weltkrieg fernere und nähere Ursachen. Es gibt eine Art von Verwicklung der Imperialismen, eine Art der Verwicklung auch der Angstszenarien, die entstehen aufgrund der Kriege, aufgrund der Rüstungen, der Überzeugungen, die anderen warten nur darauf, dich anzugreifen, sodass ich gesagt habe, auch in diesem Buch, 1914, der Krieg musste nicht kommen, aber alles war bereit, es war genug Pulver da, um das mit einer Kleinigkeit zu entzünden. Das ist auch heute noch mein Standpunkt. Und jetzt geht es dann um die Frage der näheren Verantwortung. Wer hat denn die Lunte ans Pulver gelegt, die Pulver angezündet? Jetzt würde ich meinen, da besteht dann trotz allem, was wir differenzieren können, kein Zweifel daran, dass dieser Krieg spätestens bis zum 31. Juli 1914 hätte vermieden werden können, wenn nicht die Deutschen, selbe Meinung wie Herr Münzer, wenn nicht die Deutschen diesen Kriegsplan gemacht hätte, der ein politisches Handeln in der Krise sehr einschränkte, den Schlichtplan kommen wir bestimmt noch drauf, wenn nicht Österreich-Ungarn unbedingt mit Serbien hätte abrechnen wollen und wenn nicht die Deutschen den Österreichern den sogenannten berühmt-berüchtigten Blankoscheck genau dafür gegeben hätten. Für mich ist eine entscheidende Sache, das können wir lange diskutieren, das haben wir auch eben schon diskutiert, lange diskutieren. Aber für mich ist entscheidend, und ich habe die Dokumente extra noch einmal jetzt publiziert in diesem Buch,
dass die Österreicher unbedingt einen Krieg wollten, den kleinen Krieg. Sie wollten die Abrechnung mit Serbien, sie wollten Serbien einstampfen nach dem Attentat. Sie haben beschlossen, ein Ultimatum zu machen an Serbien, was unannehmbar ist, um diesen kleinen Krieg zu haben. Und die deutsche Regierung hat sie darin unterstützt und ihnen gesagt, ihr müsst das machen, aber bitte schnell, aber bitte schnell. Da ist die nähere Verantwortung für mich. Und von daher, um auch da wieder drauf zurückzukommen, beim Chris Clark, den ich sehr schätze, das habe ich eben schon gesagt, alle sind nicht gleiche Schlafwandler. Die Franzosen und die Russen sind gemessen an den Deutschen hellwach in der Krise. Das ist interessant. Das ist interessant, wie die Russen plötzlich wieder, ziemlich wie in den 20er Jahren, mit ihren Rüsten, mit ihrer Mobilmachung in den Vordergrund kommen. Wie die Franzosen, nach meinem Gefühl, etwas ungebührlich aus ihrer Hintergrundposition zu Aggressoren gemacht werden. Bei anderen mehr als bei Clark. Aber keiner ist in der Juli-Krise so sehr schlafend wie die Deutschen. Das gibt mir zu denken. Herr Münkler, Herr Krummeich hat gesagt, Sie sind da einer Meinung. Würden Sie ihm zustimmen? Also fangen wir mal an mit einer gewissen begrifflichen Zuspitzung. Schuld und Verantwortung ist etwas anderes. Sie haben ja schon von Verantwortung gesprochen. Die Diskussion, die in den 60er Jahren und danach geführt worden ist, war gedreht um den Begriff der Schuld. Das ist eine moralische, eine vielleicht theologische und vor allen Dingen eine juristische Kategorie. Das hatte im Zusammenhang mit Versailles seine Bedeutung, weil es darum ging, einen zu finden, der noch zahlungsfähig ist, weil Österreich-Ungarn es ja nicht gab mehr, um Reparationen zu zahlen. Und das Problem war natürlich auch die moralische Verteilung von Zuständigkeiten, die dann in der Weimarer Republik eine verheerende Rolle gespielt hat, also der Artikel 231. Wenn wir über Verantwortung sprechen, sprechen wir über etwas anderes. Und dabei ist sozusagen die Grundthese, die ich vertrete, da unterscheide ich mich womöglich von den Historikerkollegen, das ist der spezielle Blick des Politiktheoretikers, dass die Verantwortung sich gewissermaßen entlang geopolitischer Lagen auch verteilt. Anders gesagt, die Akteure an der Peripherie, die im Prinzip nur eine Front haben, die können mehr Fehler machen. Die fallen insgesamt nicht so ins Gewicht. Das Deutsche Reich, gewissermaßen im Zentrum, hat eine höhere Verantwortung. Denn wenn wir genau hinschauen, dann würde ich sagen, selbst mit dem Blankoscheck ist noch nicht ausgemacht, ob dieser Konflikt nicht möglicherweise der dritte Balkankrieg wird. Also sozusagen, es gelingt, ihn erstens zu lokalisieren und zweitens ihn zu temporalisieren, was in den Kriegen vorher möglich gewesen ist. Im Libyenkrieg, im ersten Balkankrieg von 12, im zweiten Balkankrieg von 13. Das ist sozusagen die klassische politische Lösung. Es gibt immer mal wieder Konflikte, die in Europa aufkommen, aber was im Prinzip das 19. Jahrhundert gekennzeichnet hat nach dem Ende der Napoleonischen Kriege ist, dass es gelingt, diese räumlich begrenzt zu halten und nach kurzer Zeit zu beenden. Und also sozusagen, wenn die österreichische Armee so hätte funktionieren können, wie man das sich vielleicht in Wien fälschlicherweise vorgestellt hätte, dann hätte sie in einer schnellen Operation einen Militärschlag gegen Belgrad geführt. Die Russen hätten noch gestaunt, wären vielleicht auch entlang der Devise, die Wilhelm ausgegeben hat, der Zar wird doch keine Königsmörder schützen, hätten sich zurückgehalten und man wäre in der Lage gewesen, diesen Konflikt zu beenden. Das Momentum war plötzlich vorbei, aus Gründen, die damit zu tun hatten, dass die österreichische Armee eben doch keine schlagkräftige Armee war, sondern dass die Soldaten auf Ernteurlaub waren. Und jetzt verändern sich die Konstellationen und jetzt versucht teilweise die deutsche Politik noch anzuhalten, nicht? Also sowohl Wilhelm in dem Versuch, sozusagen die Solidarität der Hocharistokratie zu mobilisieren, als auch Bethmann in dem berühmten Telegramm, Österreich solle doch die Russen mit in irgendeiner Weise in die Gespräche einbeziehen und Deutschland sei nicht bereit, sich in einen Weltbrand hineinziehen zu lassen. Aber nun ist es zu spät, nicht? Und zu spät darum, weil das Deutsche Reich für das Problem der Führung eines Krieges nicht nur an zwei Fronten, das ist das eine Problem,
Das andere Problem ist der Vermeidung eines Erschöpfungskrieges. Das ist die zentrale Herausforderung der Generalstäbe. Das hat der alte Moltke schon im Reichstag gesagt. Es wird ein 7-jähriger, es wird ein 30-jähriger Krieg sein. Und jeder, der Ohren hatte damals zu hören, wusste, was 7-jähriger Krieg und was 30-jähriger Krieg heißt, nämlich Erschöpfungskriege. Also planen die Generalstäbe einen Krieg, der möglichst schnell mit einer Entscheidungsschlacht abgemacht ist. Beschleunigung. Und dafür haben die Deutschen einen im Prinzip organisatorisch perfekten Plan. Nicht? Ihre überlegene Kapazität in der Bewegung von Eisenbahnzügen, überhaupt in der Organisation. Aber dadurch führen sie ganz unterschiedliche Konfliktfelder zusammen. Der Konflikt um Elsass-Lothringen ist da, aber ist politisch nicht scharf. Der Konflikt um die Nordsee ist da, aber ist politisch nicht scharf. Scharf ist der Konflikt auf dem Balkan. Und durch diese unglückselige Verknüpfung werden diese Elemente zusammengeführt. Also ich würde schon sagen, die Deutschen haben eine ordentliche Verantwortung dafür. Aber ich würde dann umgekehrt auch wieder sagen, die anderen, also sowohl die Briten als auch die Franzosen als auch die Russen, hätten natürlich, und das erwarten wir heute nicht, wir denken ja sozusagen nicht mehr so naiv, als wären wir in 1914, sondern evaluieren die Konstellationen aus einem Krieg, aus einer Konstellation heraus, in der auch viele Pulverfässer aufgestellt waren, Herr Grommereich, nicht? Den Kalten Krieg, ganz viele Pulverfässer aufgestellt. Aber es ist gelungen zu verhindern, dass die Lunte reingeflogen ist. Nicht? Und was ist die Differenz? Und da würde ich meinen, da kommen dann unabhängig jetzt von dem Agieren in der konkreten Situation Ende Juli 1914 die Elemente dazu, dass das Bündnis zwischen den Franzosen und den Russen, der Druck der Franzosen auf die Russen, den Aufmarsch zu beschleunigen, ökonomisch unsinnige Eisenbahnlinien zu bauen, die aber strategisch wichtig sind, also sozusagen Druck auf die Deutschen auszuüben, dass sie noch schneller sein müssen, die Probleme der britischen Flotte, all das kommt hinzu, sodass man sagen kann, es gibt auch Rahmenbedingungen, die zum Ergebnis haben, dass die Deutschen so agieren, wie sie agieren. Damit können wir jetzt die Diskussion beenden. Ich habe trotzdem, das ist einfach, ganz einfach richtig. Alles ganz richtig, nur Sie haben es gemacht. Das Kalkül der Deutschen in der Julikrise, rauszukriegen, was wollen die Russen. Völlig richtig. Das ist insgesamt, das habe ich auch eben gesagt, eine Verfeindlichung da. Es gibt andererseits immer noch Möglichkeiten des europäischen Konzerts. Die Balkankriege sind vorläufig geregelt worden durch Botschafterkonferenzen in London. Man hat den Staat Albanien geschaffen, um Serbien einzugrenzen und so weiter und so fort. Das europäische Konzert hat noch funktioniert wie schon so lange. Man hatte sich übrigens auch daran gewöhnt, dass Gefahr war und keiner glaubte mehr in dem Moment, da kommt wirklich ein Krieg bei raus. Und deshalb sage ich, das haben die anderen auch nicht verstanden. Da bin ich ganz am Tagespolitischen damals. Warum machen die Deutschen diese eine Forderung? Der Krieg, die Auseinandersetzung muss auf Österreich, Ungarn beschränkt bleiben. Wir erlauben nicht, das ist Deutschlands Theorie und das wird gesagt, wir erlauben nicht, dass die anderen Mächte eingreifen. Die anderen Mächte sagen alle, die Franzosen genau wie die Briten und die Russen. Lass uns zusammensetzen, das Problem kriegen wir doch auch geregelt. Wir haben doch so viele geregelt gekriegt, trotz unserer Verfeindlichung. Und dann sagen die Deutschen, und das ist so komplex, dieses Kalkül, dass der Jago, der Staatssekretär des Auswärtigen, das sogar den deutschen Botschaftern überall noch erklären muss in einer extra Message, weil kein Mensch das damals versteht. Wir müssen darauf bestehen, dass dieser Konflikt zwischen Österreich, Ungarn und Serbien lokalisiert bleibt, sonst droht der große Weltenbrand. Und das verstehen die nicht. Warum können wir heute nicht mehr verhandeln? Will Deutschland Krieg? Ja, die Deutschen wollen keinen Krieg. Sie wollen keinen Krieg. Sie wollen keinen Krieg, aber sie haben ein bestimmtes Bild, und das haben Sie vollständig richtig skizziert in wenigen Worten. Sie fühlen sich absolut eingekreist. Der Ring der Einkreisung vollzieht sich. Jetzt hören Sie von Ihrem Spion in London vom britischen, russischen Marinegesprächen. Es hilft nichts, wenn Chris Clark und andere uns heute klar machen, dass diese Marinegespräche gar nicht gegen Deutschland gerichtet waren. Das ist eine andere Dimension. Die Deutschen sehen das, die Briten verschweigen das. Der Bethmann-Hollweg, der kein Kriegshetzer ist,
Der kommt Ende Mai, Anfang Juni, kommt der zu der Überzeugung, was ist hier los? Wollen die uns wirklich ans Leder? Und dann kommt aus dieser Not heraus, möchte ich sagen, diese empfundene Not, wird plötzlich der alte Satz vom jüngeren Moltke: je eher, desto besser. Wir müssen schlagen. In zwei Jahren sind die Russen stärker. Wird langsam aber sicher zu einer kollektiven Hysterie der Regierenden. Sie können das feststellen, wie im Laufe der End-Juni-Tage und Anfang-Juli-Tage dieses immer der Konsens bei den Regierenden immer stärker wird. Wir wollen sehen, was wollen die Russen. Helfen die Russen den Serben jetzt gegen Österreich-Ungarn, dann ist der große Krieg, dann lieber jetzt als später. Lieber jetzt als später. Das sagen plötzlich alle. Und da wird die Sache dann ausweglos. Ja, ich würde sagen, der Titel von Chris Clarks Buch ist insofern irreführend, weil eigentlich hätte das Buch heißen müssen Die Zocker und nicht Die Schlafwandler. Okay. Meines Erachtens, und da würde ich eben die anderen mit ins Boot nehmen, sicherlich haben die Deutschen, das kann man dann in den Ereignissen, sie haben als Erste den Krieg erklärt, aber meines Erachtens haben sich die Staatsmänner, die 50 großen Männer einfach verzockt. Und natürlich hätten die Briten und Russen, natürlich hätten die sagen können, wir lokalisieren das. Und das Problem ist doch, und das ist ein Grundproblem, der Zeit, da würde ich mich auch von anderen unterscheiden, deswegen glaube ich, dass der Krieg relativ wahrscheinlich war. Man schafft es nicht, die Interessen von 5 Großmächten oder 6, wenn wir Italien sind, eigentlich in einem System einzubringen, dass alle eine einigermaßen Zufriedenheit haben, wie man das eben 1815 folgende noch geschafft hat. Den Österreichern wird eben nicht dasselbe zugestanden. Wenn die Briten bedroht gewesen wären von einem Bürgerkrieg, dann hätten sie gemacht in Irland, was sie wollen. Und die Serben sind natürlich für die Österreicher eine Bedrohung. Aus serbischer Sicht ist das alles nachvollziehbar, aber aus österreichischer Sicht ist natürlich nachvollziehbar, dass sie sagen, um Gottes Willen, was läuft da? Und wenn die Serben sich aus Albanien nicht zurückgezogen hätten, hätten wir den Ersten Weltkrieg eben schon 1913 gehabt. Das ist auch klar. Das kann man da eben noch aufhalten. Aber bei den Franzosen und bei den Russen ist eben auch etwas nicht vorhanden, was dramatisch ist. Sie verstehen die deutsche Position nicht. Und sie setzen sich eben nicht in die deutsche Lage. Wie muss eigentlich unser Handeln in Deutschland ankommen? Und natürlich will Grey keinen Weltkrieg, aber er versteht nicht, dass sein Diktum von wir müssen die Triple Entente bilden, dann können wir Deutschland schon kontrollieren, dass das genau das Gegenteil bewirkt. Und da finde ich übrigens die Parallele, die Herr Münkler zu China gezogen hat, äußerst spannend. Denn wenn man so manchen unsinnigen Kommentar in der Presse liest, die Chinesen, die führen sich ja auf wie Wilhelm II., unerhört, Flottenrüstung und so, macht man denselben Fehler, wie man damals gemacht hat. Man muss sich mal überlegen, wie das aus chinesischer Sicht ist. Nicht, wenn man eine ökonomische Groß- und Weltmacht ist, die letztlich als gleichberechtigt wahrgenommen werden will und sagen, warum schaffen wir es nicht in Teufels Namen, es mal aus chinesischer Sicht zu sehen. Das müssen wir einfach hinbekommen. Und die Briten haben, das kann man dann in den längeren Ursachen sehen, haben nie verstanden, waren nie bereit, den Deutschen zuzugestehen, jawohl, ihr seid Member of the Club, ihr habt euer Informal Empire irgendwo im Zweistromland, macht, was ihr wollt. Im Zweistromland. Na, eben nicht. Man sieht doch an den Verträgen 1912-13, dass auch da man sich versucht, über die Bagdadbahn zu einigen. Und es wird den Deutschen eben nicht zugestanden, die Bagdadbahn bis Basra zu bauen. Ja, warum denn nicht? Sollen sie doch die Bagdadbahn bis Basra bauen? Was ist denn das für ein Problem? Sie sind doch mit den Deutschen am Verhandeln über die Zukunft der portugiesischen Kolonie. Ja. Im Juni 14 ist der Vertrag fast fertig. Nein, aber Gerd, es ist wieder so, dass die Briten sich durchsetzen, weil Bethmann-Hollweg sagt, wir dürfen das in der Form so nicht publizieren. Dann kriegen wir wieder Feuer von unseren Nationalliberalen. Die Briten die einigen sich zwar mit Portugal, aber in den entscheidenden Bedingungen stehen die Deutschen zurück. Und die Deutschen sind in einem Moment, dass sie eigentlich schon ab 1900 zwei Möglichkeiten haben. Entweder führen wir Krieg, um Weltmacht zu sein, oder wir erkennen eigentlich an, wir sind keine Weltmacht, sondern eine Großmacht und sind letztlich Juniorpartner von Großbritannien. Und da sind wir angekommen. Die Deutschen sind ein Juniorpartner von Großbritannien im 1914. Und das ist ein Problem, das wir heute auch haben in den nationalen Beziehungen. Schafft man es, zu überlegen, ich mache die Handlung A, was bedeutet das für den anderen? Und das schafft man einfach damals nicht. Ich möchte jetzt kurz Herrn Münkler die Möglichkeit geben, was zu sagen. Und dann Sie. Also ich will zwei Punkte machen. Erstens, man muss, wenn man internationale Politik analysiert, akzeptieren, dass die Akteure nicht alle gleich sind. Die sind vielleicht in mancher Hinsicht gleich, also wir wissen das, in der Generalversammlung der UNO sind sie gleich, aber es gibt immer die gleicheren, die 5 Mitglieder, ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, nicht? Und
5 ist ja eine wunderbare Zahl, die Pentarchie in Europa 1914, das ist auch ein Spiel mit Fünfen. Und der 5. ist Österreich-Ungarn. Und das kann natürlich nicht sein, dass Österreich, das sowieso um sein internationales Prestige bangt, und Prestige ist die Währung der internationalen Politik, sich durch diese notorisch unruhigen Serben in dieser Weise provozieren lässt. Serbien, so heißt es damals. Das ist eine der Reaktionen darauf, nicht? Also sozusagen die Frage, Pax Austriaca als die Pax des westlichen Balkan, ist die durchsetzbar und aufrechterhaltbar, wenn man in dieser Frage den Serben exemplarisch nicht bedeutet, das geht nicht. Wir investieren gewissermaßen in die Stabilität dieses Raumes und können es uns nicht bieten lassen, das. Erster Punkt. Zweiter Punkt. In Berlin geht natürlich die Sorge um, dass man seinen letzten zuverlässigen Verbündeten, ob Österreich-Ungarn wirklich ein zuverlässiger Verbündeter ist, könnte man auch noch mal drüber reden. Aber Italien ist schon weg nach dem Libyen-Krieg. Das muss man einfach sehen. Nicht? Also ich glaube, dass man diese Zusammenhänge im Sinne einer dynamischen Interaktion analysieren muss. Und in dem Augenblick, wo die Italiener Libyen 1911 erobert haben, haben sie eine ungeheure Vulnerabilität gegenüber den Franzosen und den Briten. Das heißt, es ist ziemlich klar, und das wissen die Generalstäbler in Berlin auch, dass trotz den Zusagen von Pollio man nicht damit rechnen kann, dass die 12 italienischen Divisionen in den südlichen Elsass bewegt werden, um im Falle eines Krieges den linken deutschen Flügel abzusichern. Und das gibt eine Reihe von Problemen. Und in den Umständen kann man es sich nicht leisten, Österreich-Ungarn auch noch zu verlieren oder sich leisten, dass Österreich-Ungarn seinen Großmachtstatus verliert. Also ist man gezwungen, gewissermaßen denen in Wien den Rücken zu stärken. Und Herr Grumreich, ich würde noch einen Punkt gerne machen. In Sarajevo wird ja nicht nur der Erzherzog Franz Ferdinand als Thronfolger ermordet, sondern es ist auch der Kopf gleichsam der Friedenspartei weg. Und die Kriegspartei, naja, Friedenspartei ist vielleicht jedenfalls eine der Reformkräfte. Er ist ein Modernisierer. Und Konrad, der General Konrad hat jetzt freie Hand, nicht? Insofern sind die Tage, ist es nicht nur sozusagen ein Ereignis am Rande, und man kann vielleicht mit Franz Josef sagen, naja gut, also der Typ mit der Mésalliance, der ist jetzt sowieso weg und ist vielleicht gar nicht so schlimm, sondern es verschieben sich damit auch die inneren politischen Kräfteverhältnisse in Wien. Und das ist allerdings etwas, wo man sagen muss, da hat dann bitteschön der serbische Geheimdienst aber ein ganz ordentliches Schuld von Verantwortung. Darf ich ganz kurz, weil es ist so viel Spannendes und ich bin Ihnen so stark in der grundsätzlichen Analyse der Vorkriegsverhältnisse mit Ihnen beiden einverstanden. Ich möchte deshalb trotzdem auf eins hinweisen. Sönke, was du sagst über die britische und die deutsche Politik und die eingesperrten Deutschen und die Einkreise und so weiter, okay, alles richtig. Aber musste der Bülow so anfangen mit einer Erpressungspolitik? Mussten die anfangen, die Annäherung zwischen Frankreich und England kommt zustande, weil die Deutschen dermaßen auf den Tisch hauen, dass es keiner erwartet hat. Das Problem ist, dass die komische wilhelminische Diplomatie damals, was ich bis heute nicht wirklich verstehe, der Auffassung ist, wenn wir den Briten Angst machen, dann werden die freundlich. Das sagt Bülow wörtlich. Wenn wir den Briten Angst machen, werden die freundlich. Dasselbe wiederholt 1911 Kiderlen. Ja, wir müssen die Sphinx markieren, sagt er. Wir müssen bluffen. Und das führt dann dazu, dass der Poincaré, der französische Präsident, mitten in der Juli-Krise dem Zaren sagt, pass auf, die Deutschen sind Bluffer. Die deutsche Politik ist Bluffpolitik. Wir müssen stark sein. Die wollen uns unter den Tisch bluffen. Deswegen sage ich, ja? Das Buch hier, da heißt, müssen die Zocker. Ne? Die haben sich verzockt. Und ich bin vollständig der Meinung. Und jetzt aber noch eins. Und ich kann auch genau diese Empfindsamkeit und Empfindlichkeit der Österreicher und Österreich-Ungarner nachvollziehen. Von Österreich-Ungarn, oder wie wir immer sagen, der Österreicher. Weil der Tischzahl ist bis zum am Anfang dagegen, dass das zu der Abrechnung benutzt wird. Ich kann das nachvollziehen und
Serbien muss sterben, ist ein bisschen der Standpunkt schon. Serbien muss sterben. Aber das ist damals auf Propagandapostkarten in Österreich-Ungarn verbreitet. Jetzt ist die Frage, jeder sieht damals ein, als der Mord passiert, nach allem, was vorher gewesen ist, an serbischen Großmachttun, an Druck, den die Serben ausüben, an Panserbentum und so weiter. Jeder sieht ein, dass die Serben eine Klatsche brauchen. Der russische Zar sagt den Serben, bei dem, was passiert ist, müsst ihr ganz schön brav sein. Ihr müsst brav sein, ihr müsst den Österreichern Satisfaktion geben, bitte sehr. Die Franzosen sagen ihnen dasselbe. Der Zar sagt noch am 20. Juli den Serben, ihr habt keine Möglichkeit, wenn das Ultimatum einigermaßen ist, könnt ihr es bitte annehmen. Wir wollen keinen Krieg. Naja, die Deutschen haben später gesagt, er will jetzt keinen Krieg, später. Ja? Ja gut, das ist ja immer so. Und deshalb ist das Problem, dass diese Art von Vermittlung, die vielleicht den Krieg nochmal hätten aufschieben können, wie 12 und wie 13, nicht mehr stattfinden, weil die Österreicher sagen, die Chance ist einmalig für die Abrechnung und die Deutschen sagen, ihr habt recht, wir spielen mit, bitteschön, aber schnell. Da stimme ich dir völlig zu, dass die Deutschen da ein gerüttelt Maß an Verantwortung tragen. Wer würde das bezweifeln wollen? Völlig klar. Und die zocken, zangen damit aus den genannten Gründen. Nur ich will auf deine Sache mit Bülow eingehen. Natürlich ist die deutsche Außenpolitik, wirkt die ein bisschen merkwürdig. Nur was macht die Sowjetunion im Kalten Krieg? Die machen den Amerikanern auch Angst. Was die Atomraketen waren, war damals die Schlachtflotte. Und die Deutschen wollen, worum ging es denn im Kalten Krieg? Wir sind gleichberechtigt, wir sind die Supermächte. Wir sind in dem großen Club drin. Die Deutschen wollten in diesen Club rein. Jetzt hat schon Alexander Demant mal die Frage gestellt, wer ist denn jetzt schuld? Der in den Club rein will oder die sagen, nein, du darfst nicht rein? Die Franzosen sagen, Marokko ist unser, völlig klar. Die Deutschen haben was dagegen, wie könnt ihr was dagegen haben? Und die Briten definieren sagen, die Weltmeere als ihren Einflussbereich. Es ist so, als ob jetzt heute die Chinesen sauer sein müssen, dass die Amerikaner und die Russen denen nicht erlauben, so richtig feste die allerbesten Atomwaffen zu kriegen. Ich sage gleich bei der Gegenwart schon wieder, das machen wir nachher noch. Jetzt trotzdem die Fragen erstmal aus dem Publikum. Ja, auf dem Twitter-Account tut sich einiges. Das Bild mit den Zockern kommt sehr gut an. Es wird allerdings des Öfteren in verschiedenen Variationen die Frage gestellt, wer hat denn gezockt? Also nicht nur die Deutschen, sondern wer innerhalb der Deutschen? Sprich, welche Akteure und Interessen gab es, die dazu geführt haben, dass sich diese Zockerei durchsetzt? Und vielleicht kommen wir im späteren Verlauf noch darauf, eine konkrete Frage von einem Till. Wie reagieren dann diese verschiedenen Akteure, nachdem sie gemerkt haben, sie haben sich verzockt und nachdem der Krieg nun mal da ist? Aber das vielleicht für spätere. Gerne. Also das hat ja Gerd Krummer schon schön gesagt. Als dann sie merken, sie haben sich verzockt, dann heißt es also besser jetzt als nie. Jetzt müssen wir es durchziehen mit den Reaktionen auch, die wir ja mittlerweile kennen. Moltke ist eigentlich fast schon verzweifelt privat. Also er weiß ja, um was es eigentlich geht und er kann aus seiner Haut nicht raus. Er kann jetzt nicht als Generalstabschef sagen, mache ich nicht, er schwankt, wird das wohl gut gehen. Also, und die Frage ist, wer zockt? Naja, das ist ja oft beschrieben worden, das sind kleine Gruppen. Wer ist denn die Reichsleitung? Es ist letztlich eine ganz zentrale Rolle der Reichskanzler, Bethmann-Hollweg, mit seinem St. Adlatus, dem Staatssekretär im Äußeren, dem Jago, hat Herr Krumm euch auch schon erwähnt. Und dann sind es die Militärs natürlich, Moltke, Generalstabschef, der preußische Kriegsminister Falkenhayn. Aber entscheidend in Deutschland ist sicherlich Bethmann-Hollweg. Das spielt in der Juli-Krise die entscheidende Rolle. Und dann haben wir eigentlich eine Gruppe, das ist ähnlich, in Großbritannien ist es Grey, der Außenminister, der aufgrund der Konstellation im Kabinett eben relativ frei schalten kann. Und so weiter und so weiter. So kann man in einzelnen Ländern das durchgehen. Es ist eine relativ kleine Gruppe, die letztlich, finally, die Politik bestimmen. Und die haben eine bestimmte Wahrnehmung, eine bestimmte Deutung. Wir haben uns ja mit diesen Personen auch beschäftigt. Nicht über Bethmann-Hollweg, leider kein Tagebuch da, nur das seines Sekretärs Rietzler in Hohenfino hier bei Berlin. Er hat seine Frau verloren vorher. Er ist in einer bestimmten Stimmungslage. Ja, und so fängt er eben an zu zocken. Man kann das auch versuchen zu erklären, die Marinegespräche, die Rüstung. Und es gibt eben eine Personalkonstellation, das ist das Dramatische, dass es eben keinen Thronfolger gibt, keinen Kokovtsov und andere, die in anderen Krisen eben gesagt haben, nein, wir machen das nicht. Und jetzt ist eben im Juli 14 dramatischerweise die Personalkonstellation so,
dass wir eben Leute haben, die letztlich durchzocken. Und das ist sicherlich die dramatisch. Die Frage ist, welchen Krieg denken ja, Sie, durchzocken klar. zu müssen? Wir Sie denken nicht an den Ersten Weltkrieg mit 17 Millionen Toten. Daran denken Herr Sie Münchler nicht. Herr Münchler hatte sich zu Wort gemeldet. Welcher Krieg? Ja, ich glaube, die Frage muss man auch noch mal stellen, wie wird einer zum Zocker? Oder warum optiert einer in einer bestimmten Situation auf Zocken zu setzen? Und ich würde das bei Bethmann-Hollweg immer kombinieren, sozusagen mit Fatalismus. Das kann man an den Aufzeichnungen von Rietzler sehr schön sehen. In den wie auch immer gefälschten Aufzeichnungen von Rietzler. Wie auch immer, nicht? Ich meine, okay, das ist hinterher überarbeitet und geklettert worden. Aber nehmen wir mal an, in der Frage der psychischen Befindlichkeit von Bethmann-Hollweg trifft er ungefähr die Entwicklung. Da spricht ja auch vieles dafür. Vertrauen ist in einer solchen Situation ein unersetzliches Gut. Und das hatten Sie schon angesprochen, dieses Vertrauen erodiert in dem Augenblick, wie er weiß, Cray belügt mich. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, aus dem heraus man sehr präzise erklären kann, warum er in vorherigen Krisen anders agiert, durchaus auch so etwas wie eine Querverbindung zwischen Berlin und London herstellt, um gewissermaßen das Aufeinanderprallen der beiden Dreierblöcke zu verhindern. Das macht er jetzt nicht mehr. Und wenn wir uns vorstellen, nicht sozusagen funktionale Differenzierung. Der Generalstabschef muss im Prinzip das konfliktuöse, das agonale Paradigma verfolgen. Das ist in einem modernen System so der Fall, das ist sein Job. Der kann nicht permanent von Frieden und derlei mehr reden, sondern er hat andere Dinge zu tun. Und der Generalstabschef sagt ihm immer wieder, das Zeitfenster ist bis 16 offen und wenn wir bis 16 diesen Krieg nicht geführt haben, werden wir ihn so, wie wir ihn vorhaben, nicht führen können. Um sozusagen einer solchen Information jetzt Widerstand zu leisten, muss man auch fair sein, nicht? Da muss man ein ungeheures Vertrauen in die Richtigkeit seiner eigenen Position, in das Vertrauen darin, dass das Kooperationsparadigma das Richtige ist, haben. Und genau dieses Vertrauen wird über diese Marinekonventionsgespräche erschüttert. Ja? So, und jetzt agiert Bethmann also eine Zeit lang hin und her schwankend, weiß er nicht so genau, was er machen will, dann wird er, ich möchte mal sagen, melancholisch. Also ja. Der Fatalismus als die politische Äußerungsform von Melancholie lässt die Dinge treiben. Am Schluss versucht er nochmal in die Dinge hineinzugreifen und sie anzuhalten. Punkt. Heißt, was Europa 1914 fehlt, sind im Prinzip institutionelle Arrangements, die die Eskalation des Misstrauens blockieren können. Also das, was wir heute geschaffen haben mit OSZE, EU, auch NATO. Das fehlt, nicht? Und sozusagen eskalierendes Misstrauen führt dazu, dass ganz bestimmte Optionen einfach als die zwangsläufigen Optionen entstehen, dass man zocken muss, weil man glaubt, es gibt sowieso gar kein anderes Spiel. Die können doch nicht so gut miteinander telefonieren. Nee. Die roten Telefone hatten sie noch nicht. Genau, die roten Telefone. Ja. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, und zwar, eben, jetzt hat man sich verzockt, jetzt setzt man schon auf ein, also braucht man die militärische Karte und da gibt es eine gewisse Logik, man muss anfangen mit der Mobilmachung. Da wartet ja aber das Deutsche Reich noch darauf, dass bitte sehr mit der, bei der Mobilmachung Russland beginnt, weil man das innenpolitisch braucht. Mhm. Wie ist dieser Zusammenhang, also diese Zocker, die zocken ja nicht in einem ganz luftleeren Raum. Es ist vielleicht eine kleine Elite, aber sie haben ja doch eine Bevölkerung, auf die sie mehr oder weniger Rücksicht nehmen. Also oder auch nicht. Wie würden Sie den, Herr Münkler, Sie haben das in Ihrem Buch stark gemacht, gesagt, die können, die wollen vielleicht sogar noch zurück, sie können aber nicht mehr zurück, weil es auch innenpolitisch ein enormer, also nicht nur außenpolitisch ein Gesichtsverlust gewesen wäre, sondern innenpolitisch eben auch. Ja, ich habe die Frage ein bisschen umgedreht. Nicht? Normalerweise wird sie ja so diskutiert, dass die politische Elite die Russen benutzt haben, damit die als Erste anfangen und dann kann man die Sozialdemokratie ins Boot holen. Und ich habe ein bisschen auch noch drauf geguckt, wie politische Akteure unter Druck geraten, dadurch, dass so etwas wie Massenstimmung entsteht. Und zwar nicht nur eine Stimmung, die von Allensbach dann erforscht wird in demoskopischen Methoden, sondern die sozusagen massiv auf der Straße ist. Nicht? Und das kann man sehr schön sehen, wie noch relativ lange im Juli hinein eigentlich die Anhänger des Friedens, die Sozialdemokratie und andere
relativ starke Positionen haben. Und wie das zunehmend kippt, nicht? Und dann findet dieser, ist ja für die deutsche politische Kultur typisch, Sängerwettbewerb auf den Linden statt, wo die auf der einen Seite singen die Internationale und auf der anderen Seite singen sie Heil dir im Siegeskranz, im Siegerkranz. Und irgendwann ist völlig klar, diejenigen, die auf die Erlösung in dieser Gewitterstimmung hoffen, werden sich durchsetzen. Das ist das Stichwort. Also Friede ist keine Message mehr, Fortbestehen des Friedens, sondern Krieg ist der Augenblick der Erlösung. Und das führt dann zu diesem Punkt. Und das muss man, denke ich, mit in Rechnung stellen. Also Akteure absolutistischer Art, wie vielleicht der alte Fritz, der hätte im Ende Juli 1914 auch noch in eine ganz andere Richtung gehen können. So wie er gesagt hat. Ja? Aber sie haben Angst, gewissermaßen vor die Bevölkerung treten zu müssen und wieder einmal zu sagen, wir gehen zurück. Ja? Das ist ja das Phänomen dieser, wie von mir eben angesprochenen, näheren Vorkriegszeit. Seit 1911 fängt Europa an, sich nach damaligen Begriffen zu überrüsten. Wir haben ab Ende 12 einen massiven Rüstungswettkampf zwischen Frankreich und Deutschland. Und der geht sehr laut vor sich. In Frankreich ist die Überzeugung, wird auch von der Regierung so verbreitet, ganz massiv und ganz, ganz politisch, ganz kalkuliert, wir müssen rüsten, weil die Deutschen uns überfallen wollen. In Deutschland wird massiv aufgerüstet mit den erheblichen Kosten, die das macht, genau wie in Frankreich. Dann kommen die Russen noch dazu. Mit demselben Argument, wir müssen rüsten, die internationale Lage ist so, wir könnten bald überfallen werden. So wird ab 1912 von den Regierenden und den Militärs ein Szenario geschaffen, weil sie ohne das Volk nicht können. Sie haben Millionen Armeen. Das sind, das muss ich mal so sagen, weil das zu wenig gesagt wird, das sind doch alles Zivilisten in Uniform. Das sind Leute mit damaligen, mit nach damaligen Maßstäben kurzen Dienstzeiten im Heer. Die kriegen die Uniform übergestülpt und sollen jetzt ins Feld. Da muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Es gibt zwar nirgendwo vor dem Krieg über Propagandabüro, aber eins wissen alle. Du kannst den künftigen Krieg nur als nationalen Verteidigungskrieg führen. Nicht mehr als Krieg wie 1870. Du kannst ihn nur noch als Verteidigungskrieg führen. Ich war sehr froh, das auch bei Ihnen zu lesen. Du kannst ihn nur als Verteidigungskrieg führen. Und darauf, das wissen Sie alle, da braucht es keinen Bethmann in der Juli-Krise, der darauf umkippt. Am Ende, wie müssen wir die Sozialdemokraten gewinnen? Das ist eine Kleinigkeit, gemessen an diesem Paradigma. Wir können den nächsten Krieg nur als... Und jetzt ein allerletzten Wort, dann bin ich still. Sie hätten das alles nicht gemacht. Hätten Sie gewusst, 1914, was Verdun und die Somme wird. Das ist ein Kernsatz von Wolfgang Mommsen gewesen, als Mommsen-Schüler, da hänge ich dran. Diese Entscheider hätten anders entschieden. Hätten sie geglaubt, was da... Sie wussten, es kann ein großer Krieg werden, es kann ein Weltkrieg werden. Das sind alles Worte. Kein Mensch denkt an, außer dem Bebel, der es mal gesagt hat, 16 Millionen und so weiter. Aber der Bebel hat sowas schon in den 90er Jahren gesagt, den hat keiner da ernst genommen. Ja. Das Problem ist, dass sie alle geglaubt haben, der große Krieg kann so schrecklich werden, das sehen alle. Deshalb werden wir mit kurzen Offensivschlägen das bereinigen, Weihnachten sind wir zu Hause. Das denken nicht nur die Naiven, das denken alle. Das war der Irrtum im Kalkül, im Zocken. Darf ich da eine ganz kurze Bemerkung dazu machen? Deswegen finde ich sozusagen die Diskussion über den Juli 1914 das eine, da frage ich jetzt sozusagen als Politiktheoretiker das eine, und die andere Diskussion ist, warum beenden die den Krieg nicht, nachdem ihre Planungen gescheitert sind, für alle Beteiligten? Ja? Sie haben sozusagen es nicht geschafft, an der Marne zu siegen, die Franzosen zu umfassen. Die Russen haben ihre Pläne auch nicht hingekriegt. Der französische Plan 17 scheitert. Warum sind die dann nicht in der Lage zu sagen, Pech gehabt, aber wir haben euch versprochen, an Weihnachten seid ihr wieder zu Hause. Also beenden wir den Krieg jetzt durch Verhandlungen. Wir sind in einer neuen Zeit. Nicht im Kabinettskrieg hätte man sich Ende 14 auf ein Unentschieden geeinigt, hätte opulent gespeist und wäre nach Hause gegangen. Und Sie sind nicht manns genug, vor Ihre Bevölkerung zu treten und zu sagen, und wir haben auch eine Propaganda, das dürfen wir nicht vergessen, eine Propaganda, die vielleicht zum ersten Mal
christliche Feinde herabstuft als nicht mehr gleichwertig. Die kommt auf allen Ebenen. Krieg auf, die hat es vorher nicht gegeben. Aber wir haben eben im Krieg diese Propagandamaschinerie. Und wenn der Gegner nicht mehr gleichwertig ist, nicht mehr ehrbar ist und sagen, das absolut Böse darstellt, dann muss ich weiterkämpfen. Und es gibt, das ist ja das Besondere, auf das Herr Münkler hingewiesen hat, es gibt eben nicht mehr dieses Phänomen, also wir einigen uns irgendwie auf ein Unentschieden oder wir gehen auseinander, sondern man muss es, bis der Gegner vernichtet ist, durchkämpfen. Es gibt, glaube ich, drei Motive, um genau diese so wichtige Frage überhaupt zu verstehen. Ich bin auch sehr glücklich. Sie haben, glaube ich, als Erster das mal systematisch angesprochen, dieses Problem. Bei mir funkt das auch irgendwo überall rum in den anderen Darstellungen, die ich gemacht habe. Warum konnten die nicht aufhören? Sie haben drei Sachen. Erstens das, was du gerade sagst, Dünke. Dazu kommt dann die Erfahrung des Todes. Das Jahr 14 ist das gemessen an den Monaten das verlustreichste. Die Franzosen verlieren an einem Tag 22, am 22. August verlieren die 22.000 Männer tot. Nicht nur Verluste, Tote an einem Tag. Die Deutschen haben auch sehr viele Verluste, in Anführungszeichen. Jetzt kommt plötzlich, das muss sich rechtfertigen. Genau wie Sie es gesagt haben, das muss man rechtfertigen. Und dazu kommt, im Maße, wie der Krieg sich industrialisiert. Du kannst ihn nicht mehr aufhören, ohne bankrott zu sein. Die Deutschen haben Ende 1915 90 Milliarden ausgegeben, die sie nicht hatten, an Anleihen. Sie mussten wenn dann der Papst kommt oder die Sozis kommen, oder die Sozen, wie der Wilhelm sagte, wenn der Papst kommt oder die Sozen und sagen, wir machen einen Frieden ohne Kontributionen, ja, dann weiß jeder, der was vom Geschäft versteht und vom Krieg, dann bist du pleite. Das geht nicht. Alle wissen, der Gegner muss bezahlen. Und in dem Maße, wie der Krieg sich industrialisiert und irrsinnige Kapazitäten da frei macht, wird das immer schärfer. Ja. Es kommt noch ein Punkt hinzu, wenn ich hier noch geltend machen darf. Neben sozusagen den Opfern und den finanziellen Aufwendungen das Problem von Koalitionskriegführung. Das ist ein schwieriges Problem, nicht? Wenn sozusagen zwei Akteure gegenüberstehen, sagen wir mal Frankreich und Deutschland. Dann sind es gewissermaßen zwei Willen, die eine Mitte ausmitteln können. Aber unter den Bedingungen, dass sozusagen die eine Koalition ist und die andere Koalition ist, ist das sehr viel schwieriger. Die müssen sich untereinander erstmal verständigen und die misstrauen einander ja. Nicht? Weil sie schließen den Pakt eben keinen Frieden zu schließen. Sie schließen den Pakt keinen Frieden zu schließen, um gewissermaßen die gegnerischen Versuche, eine Seite durch einen Separatfrieden herauszubrechen, zu konterkarieren. Und natürlich sind die Vorteile und Nachteile, die beide Seiten haben, oder die Höhe der Verluste ungleich verteilt, sodass für die eine Seite innerhalb der Koalition möglicherweise interessant ist, jetzt die Waffen schweigen zu lassen und für die andere erst übermorgen. Nicht? Und so kommen sie weder bei den Zielen noch auf den Zeitpunkten. Wenn man das also mit vielen früheren Kriegen vergleicht, bei denen es die Möglichkeit des Abbruchs, also sozusagen der politischen Beendigung, wie man das üblicherweise nennt, dann würde ich sagen, der Fluch ist Koalitionskriegführung. Darüber hat man sich wenig Gedanken gemacht bei der Analyse dieses Krieges. Weil das ja sehr schnell die Arrangements, kein Separatfliegen. Ja klar, ja klar. Aber sozusagen die Betrachtung als Sozialwissenschaftler denke ich natürlich in spieltheoretischen Modellen, nicht? Was ist für einen Akteur rational und was für einen nicht rational? Und dann kann man sozusagen auf der Grundlage der Dokumente messen, ob sie sich selber auf der Höhe einer analytischen Rationalität bewegt haben oder drunter bewegt haben. Aber man hat einen Maßstab, was rational war. Und da stellt sich heraus, dass bei Koalitionskriegen es ganz unwahrscheinlich ist, dass es eine solche Lösung gibt. Bei den napoleonischen Kriegen konnte man es noch beenden. Da hat die Koalition ja mit Napoleon verhandelt und ist eher durch Napoleons Nichtaufgeben dazu getrieben worden, den Krieg noch weiterzuführen. Hier kommt natürlich hinzu, dieser absolute Glaube, wir müssen gewinnen. Das ist ja interessant, dass von der Entente friedensmäßig relativ wenig bis fast nichts ausgeht, dass die Deutschen ja anfangen, schon Ende 14 zu überlegen, naja, also mit einem müssen wir irgendwie Frieden schließen. Ja. Also ich die glaube, Deutschen wir sind die oder Deutschen. Also die Deutschen nicht, aber sagen bestimmte Teile. Ne? Genau, das ist wirklich, glaube ich, dieser Glaube, zum ersten Mal ist das absolut böse, wir müssen es einfach durchfechten, koste es, was es wolle. Ich würde gerne, so spannend das ist, nochmal einen Schritt wieder nicht weitergehen, sondern auf eine andere Ebene. Und zwar etwas abrupt, es tut mir auch leid, aber nochmal zur Frage, warum
nach diesen Debatten, warum bewegt das jetzt in Deutschland heute wirklich die Öffentlichkeit, dieses Thema? Also gerade jetzt, warum ist Clark ein solcher Erfolg? Und bevor wir über Deutschland sprechen, deutsche Öffentlichkeit, öffentliche Debatte im Moment, würde ich gerne noch mal fragen, ist das in anderen europäischen Ländern auch so? Wie erleben Sie das in Großbritannien? Also, Chris hat ja sein Buch zuerst nicht auf Englisch geschrieben und es ist sicherlich keine Debatte, die vergleichbar ist mit Deutschland, aber Chris Clarks Buch war in Großbritannien ein Riesenerfolg, ist in allen großen Zeitungen besprochen worden und wenn man die Rezensionen liest, dann ist er fast von allen hymnisch gelobt worden, das große Werk, das Meisterwerk, brillant geschrieben und endlich eine neue, frische Interpretation sogar. Also egal, ob jetzt konservative Zeitungen oder eher linksgerichtete Zeitungen, es gab Zeitungen, die sogar geschrieben haben, you can't blame Germany anymore. Also Dinge, die man eigentlich in Großbritannien vielleicht als Deutscher überraschend findet, irgendwie so. So. Das hat natürlich einen Vorteil, weil er also ein bisschen untergegangen ist, wie er die Briten betrachtet. Er behandelt ja die Briten auch, geht ja auch sehr den Forschungen von Andreas Rose nach und eher kritisch. Das geht bei den britischen Rezensenten so ein bisschen unter. Und ich habe den Eindruck, dass es gibt natürlich auch einzelne Punkte, die in den Rezensionen, ich habe das extra nochmal nachgelesen hier, dann auch kritisch gesehen werden, aber insgesamt ist es ein extrem positives Bild. In der akademischen Wissenschaft, der war auch bei uns an der LSI zum Jahresvortrag, ist so die Haltung, also großes Buch, wie Gerd Krummerich es auch gesagt hat, und einige sagen, naja, er nimmt Deutschland so ein bisschen, die Rolle ist vielleicht ein bisschen schwach dargestellt. Ne? So, dann ist aber auch die Frage, wie liest man dieses Buch? Man kann dieses Buch ja auch auf unterschiedliche Art und Weise lesen. Und es ist eben letztlich eine andere Reaktion als in Deutschland, weil in Deutschland wundert man sich ja, weil viele sagen, es ist, als ob Chris Clark das erste Buch seit Fritz Fischer gewesen wäre dazu. So wird es ja oft dargestellt. Da merkt man, es ist völlig unsinnig, was wir Historiker schreiben. Es liest eh kein Mensch. Es sind also Tausende von Büchern geschrieben und es gibt es alles nicht. Und das ist in Großbritannien anders, weil die Briten sich natürlich für den Krieg interessieren. Das ist ein wichtiges Thema, viel wichtiger als bei uns. Und man hat zig andere Bücher auch schon gelesen. Also es ist eine weitere Ergänzung, es ist eine weitere Debatte. Genau, und weil das eben, für die Briten haben viele Bücher und die Briten lieben die Debatte. Also, und zwar die Debatte, ohne dem anderen gleich die Bürgerrechte zu entziehen, wenn er eine andere Meinung hat. Und das ist wenn ich jetzt so reden würde wie der Evans im Moment, dann kriegte ich sofort den Hitlerbart angemalt. Das müssen Sie schon untereinander diskutieren. Wenn ich mich da einmischen würde, das sähe ganz anders aus, Sönke. Also, das ist nicht meine Erfahrung. Also ich erlebe das als, ich äußere mich da ja auch zuweilen mal, ich erlebe das als relativ liberal, und zumindest die Debattenkultur ist sehr stark. Man hat eben in klassischer Weise für jedes Thema, für jedes große Thema zwei Meinungen. Darüber schreiben dann die Studenten ihre Essays. Also es gibt einmal die Russen waren böse und dann kommt jetzt Shai Leven, die Russen waren lieb. So. Und das ist aber für die Briten völlig normal, sowas zu haben. Wir Deutschen, habe ich den Eindruck, sind da eher, es mir andert sich so ein Mainstream raus, und wer dann sagt, das war ganz anders, hat es eher schwer. Also von da ist es für die ein normaler Debattenbeitrag, toll geschrieben. Man ist vielleicht nicht mit allem einverstanden, aber well done. Und in Frankreich? In Frankreich ist natürlich erstmal, weil da man wenig Englisch liest und gar nicht Deutsch liest, war überhaupt keine Reaktion. Dann kam zögerlich die französische Übersetzung raus, aber mehr noch als die französische Übersetzung, die sich gut verkauft, wie man mir jetzt noch wieder bestätigt hat, die aber keine Sensation ist, war dann die Frage, was ist in Deutschland los? Was macht das aus? Was machen die damit? Was ist los? Was ist da los? Also ich habe dann, um das zu erklären, weil ich ständig Fragen von Journalisten und Kollegen kriege, da habe ich dann für L'Histoire einen kleinen Artikel gemacht, wo ich das Phänomen Clark erkläre, und die Redaktion hat darüber, das ist eine Massenzeitschrift, die Redaktion hat darüber die große Überschrift gemacht. Wir Historiker können nie was für die Überschriften unserer Sachen. Hat die Überschrift drüber gemacht, L'Allemagne contre-attaque, ein Gegenangriff Deutschlands. Clark ist ein Gegenangriff Deutschlands. Ja, und dann kommen natürlich dann noch solche Sachen, dass
die offensichtlich die Deutschen so begeistert sind, dass die deutsche Botschafterin in Paris hat zu einem Déjeuner-Débat eingeladen mit Christopher Clark anlässlich des Erscheinens seines Buches auf Französisch. Als ich dann fragte, wieso ist der Clark jetzt deutscher Botschafter geworden oder was, da kriegte ich nur noch verlegene Antworten. Ein Australier, der ein englisches Buch in Frankreich bringt, der dann plötzlich hier zum guten Deutschen mutiert. Aber die schmerzliche Antwort ist, dass natürlich eigentlich ein deutscher Historiker dieses Buch hätte schreiben müssen. Warum haben Sie es nicht geschrieben? Ja, ich bin ja kein Historiker. Ich habe ja sozusagen, nachdem ich lange euch das Feld überlassen habe, habe ich gehört, muss ein Politikwissenschaftler kommen. Jetzt sind Sie aber voll drin. Nein, das ganze Problem ist wirklich, und das ist eine unglaublich weiterführende Frage, dieses Buch konnte, Sönke hat das eben angedeutet, dieses Buch konnte kein Deutscher schreiben. Das ging, glaube ich, nicht. Wir haben ja eine sehr merkwürdige Sache. Ich habe mein Leben verbracht im Kampf gegen die Fischerschule und sonst was. Jetzt werde ich auf die alten Tage zum Fischerianer. Das ist tragisch. Das ist doch nicht zu fassen, was da passiert. Ja. An diesem Hype von uninformierten Leuten, die im Grunde sagen, ja, ist das nicht schön, dass wir Deutschen auch eine gute Vergangenheit haben? Nicht alles ist auf den Hitler zugelaufen. Ja, das ist ja auch wichtig, das zu sehen und zu sagen. Aber das daran festzumachen, das finde ich ganz falsch. Als Junger in der Runde möchte ich noch was sagen. Also ich glaube schon, dass natürlich sind einige Reaktionen auf Chris Clark. Man fragt sich, lesen die Leute dieses Buch gar nicht und hören auch nicht Chris zu? Chris sagt ja ständig, nein, natürlich waren die Deutschen und man erkennt sich ja da aus. Und das kann er auch so oft sagen, aber da hört offenbar keiner zu. Aber ich glaube, für mich ist es in einem größeren Kontext eben schon interessant, nämlich die Frage, wie eine bestimmte ältere Generation, der linke Flügel des Podiums, eigentlich in Deutschland, das Deutsche Reich und auch den Kontext der Juli-Krise gesehen. Und ich glaube schon, dass es eben nicht nur die Juli-Krise und die Analysen waren, sondern dass man letztlich, ich überziehe das jetzt mal ein bisschen salopp, wir sind ja hier unter uns, so eine Meistererzählung gibt, das Reich Mordors beginnt 1871 und es herrschen dann die Orks und eigentlich kommen die Elben erst wieder zurück mit Willy Brandt 1969. Ich sage jetzt, es ist ein bisschen vereinfacht. So, aber es ist eine Interpretation des Kaiserreiches, die ja, mein Volker Ulrich hat ein wunderbares Buch über das Kaiserreich geschrieben, aber man merkt, da ist eine große Distanz. Und die Kaiserreichforschung hat ja nun die ganze Sache sehr differenziert und sagt, naja, es gibt Probleme im Kaiserreich, aber es gibt einen anderen Sehpunkt. Man kann das Kaiserreich eben nicht auf das Reich Mordors reduzieren. Es gibt solches und solches. Und es sind Briten gewesen, die sagen, Leute, nehmt mal, Großbritannien ist nicht der Messias, es können viel weniger Leute in Großbritannien wählen als im Deutschen Kaiserreich und so weiter. Es ist sehr komplex. Und man kann natürlich, auch das ist natürlich eine Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg gewesen, wie erkläre ich Auschwitz, wie erkläre ich dieses Menschheitsverbrechen? Und bei vielen ist natürlich dann, auch bei einigen britischen Kollegen immer noch so eine große Linie, das Übel fängt eigentlich 1871 an und geht dann über den Herero-Aufstand und den Ersten Weltkrieg und die Folgen des Ersten Weltkriegs dann in den Zweiten Weltkrieg. Und da, das ist ja auch, finde ich, sehr schön bei Münkler hervorgehoben, nehmt den Ersten Weltkrieg als ein eigenes Phänomen. Da gibt es natürlich die Verbindungen, völlig klar. Aber so ganz so einfach können wir es nicht machen. Und für mich ist sagen Chris Clark, bringt, also man muss ihn, finde ich, richtig lesen, aber er bringt das Plädoyer für die Differenzierung zurück. Zu sagen, man muss eben die Grautöne wieder zieht. Und wir sind da, und das ist auch, finde ich, auch ein Stück weit eine Generationenfrage, dass wir heute im Jahre 2014 da vielleicht ein bisschen gelassener sagen, drüber reden können und einige Dinge doch differenzierter sehen können. Herr Krummer, ich erst Herr Münkler. Und dann haben wir auch noch wieder Fragen. Aber. Also ich glaube, um nochmal zurückzukommen zu Ihrer Ausgangsfrage, warum in Deutschland dieses Buch ein so ungeheurer Erfolg gewesen ist, Herr Neitzel, Sie haben sicher recht, die akademische Debatte hat manches nach Fritz Fischer gewusst, aber Sie sagen, in der politischen Bildung, mit allen Effekten, die das hatte, gab es eine Meistererzählung, die hieß sozusagen, Sie sind am Ersten Weltkrieg schuld, Sie sind am Zweiten Weltkrieg schuld. Und das heißt im Prinzip, wenn wir in Europa Frieden haben wollen, müssen wir den Deutschen im Prinzip Fesseln anlegen, dann ist alles gut. So, und jetzt wird plötzlich
Und ich meine, da haben Sie natürlich recht. Das, der Effekt ist ein anderer, wenn es einer aus Down Under tut, als wenn es ein Deutscher tut. Das Fenster aufgestoßen und plötzlich hat man die Möglichkeit, gewissermaßen Dinge zu sagen, die vorher ja nicht verboten waren. Man kann ja alles sagen, aber die gegen den guten Ton oder den Konsens gewesen sind. Und das führt dann dazu, dass teilweise in der Wahrnehmung überzogen wird, dass der Clark in einer Weise als Rechtfertigung der Deutschen dargestellt hat, die er so gar nicht geschrieben hat. Zum Beispiel Manifest der 93. Und vieles mehr. Das muss man aber sagen, das hat etwas gewissermaßen mit der Verhaftung der Geschichtswissenschaft durch die Geschichtspolitik zu tun. Ihr habt in welchen Aufsätzen auch immer schreiben können, was ihr wollt. Geschichtspolitisch war das sozusagen festgefügt, in Beton gegossen. Das hat sich jetzt geändert. Und wenn die Franzosen gewissermaßen diese Diskussion, wie sie beschrieben haben, nicht eigentlich unter dem Gesichtspunkt einer geschichtswissenschaftlichen Diskussion oder Evaluierung, sondern was machen jetzt die Deutschen? Ja? Wie reagieren die drauf? Nicht? Dann ist das ein interessantes Zeichen. Erstens natürlich für die gegenwärtigen Schwierigkeiten, die die Franzosen im Umgang mit den Deutschen haben. Das hat aber eher wirtschaftliche Gründe. Aber jetzt kommt auch noch das hinzu. Jetzt haben sie auf einmal Selbstbewusstsein und derlei mehr. Das ist mehr ein Erstaunen. Aber Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Gut, also das festzuhalten, wir führen jetzt in gewisser Hinsicht noch einmal eine Debatte, die auf der einen Seite um Fragen von historischer Wahrheit sich dreht, aber auch auf der anderen Seite um die Frage, welche Bedeutung hat Deutschland für die nächste Zeit im Spiel der Europäischen Union und muss ein Land, das in dieser zentralen Situation wieder angekommen ist, wie muss sich das zu seiner Vergangenheit verhalten können, wie viel Selbstbewusstsein muss das haben, um zu sagen, wir sind bereit, nicht nur uns die Hände fesseln zu lassen, sondern im Gegenteil Verantwortung zu übernehmen. Und insofern ist es schon eine wichtige politische Diskussion. Wenn ich genau da kurz dazwischen gehen darf, denn dazu kommt genau eine Frage jetzt gerade, ein Kommentar. Im Grunde wiederholt es Ihre Frage, aber die sollte man vielleicht auch beantworten jetzt. Wird in Deutschland um ein neues Geschichtsbild gerungen? Braucht die Berliner Republik ein besseres Geschichtsbild, fragt jemand. Ich würde gerne noch ergänzen, haben wir vorher an so mangelndem Selbstbewusstsein in Europa gelitten? Dazu was sagen, als junger Mensch, ich glaube, so usurpiert man Position. Ja, ich glaube, dass ich Geschichtsbilder, Geschichtsinterpretationen, Masterinterpretationen immer verändern und immer neu justieren, immer neue Fragen, das ist der Lauf der Dinge. Und ich glaube nicht, dass sich das deutsche Geschichtsbild grundlegend völlig verändert, aber es sind eben Neujustierungen, es sind eben bei bestimmten Fragen werden eben mehr Schattierungen zugelassen. Chris Clark hat diese ganzen Dinge ja letztlich nicht erfunden. Seine Interpretation lag auf der Straße bei vielen einzelnen Werken, die eben von der breiten Masse gar nicht wahrgenommen werden. Also einer sagte mal zu mir, was hat der Chris Clark überhaupt Neues geschrieben? Eigentlich könnte man sagen, nichts, wenn man so will. Aber er hat es wortmächtig, er hat natürlich auch noch neue Quellen gesehen und so, aber eigentlich für jemanden, der die Fachdebatte kennt, würde man sagen, ist halt eine Meinung von vielen, die in der letzten Zeit debattiert worden ist. Aber er hat es eben wirkungsmächtig in die öffentliche Debatte gebracht. Und das sind normale Prozesse. Und ich glaube nicht, dass jetzt da ein neues Geschichtsbild der Berliner Republik irgendwie kommt. Das sind Neujustierungen, die irgendwie da sind. Das sind neue Fragen, die man stellt. Das ist überall so. Das ist in Italien, Frankreich, Großbritannien so. Da gibt es auch wieder neue Fragen, die aufkommen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und der auch toll ist, der gut ist. Es ist gut, dass wir in Deutschland diese Debatten haben. Dass das auch in Frankreich zum Beispiel neue Forschung anstoßen wird. Also die These von Clark, die andere Leute schärfer gesagt haben als er, dass die Franzosen und die Russen doch ganz schön weniger Schlafwandler waren als die Deutschen, kommt, das wird dann auch endlich mal Bücher wie das von Psutu oder auch neue Bücher. Ich habe das schon vor 20 Jahren gesagt in meinem Rüstungsbuch, aber das hat man damals da nicht gelesen. Vielleicht kommt jetzt was. Und ich sehe nur, dass da schon viel angestoßen wird. Und was Sie gerade wieder völlig richtig gesagt haben, wir sind uns überhaupt sowieso viel zu einig. Und das ist etwas, wir haben heute auch eine andere Diskussions- und Streitkultur als früher. Ich möchte das an einem Beispiel aufschlagen, um darauf zurückzukommen, Fenster aufstoßen.
Wir stoßen Fenster auf. Wir können nur Fenster aufstoßen, mal gucken, dass die anderen die frische Luft mitkriegen. Und was sie dann daraus machen, ist dann, das wissen wir Wissenschaftler nicht. Aber wir können Fenster aufstoßen. Und wir haben heute eins, was man vielleicht so noch nicht wirklich mal formuliert hat. Wir sind in einer solchen nicht mehr so streitigen Zeit unter uns. Es gibt diese absoluten Lager nicht. Ein Beispiel. Wenn ich in den 70er Jahren noch, oder vielleicht noch in den 80er Jahren, von den englisch-russischen Marinegesprächen gesprochen hätte, also vielleicht motivierend für die Deutschen, dann war ich rechter Rand. Dann hätte ich mich von meiner intellektuellen Community verabschieden können. Das machten damals Erwin Hölzle und andere fast Rechtsradikale. Das konntest du als ein intellektueller Historiker und Mensch nicht sagen, ohne dass du signalisiertest, dass du äußerst rechts warst. Von daher ging das Argument, was der Hölzle hatte. Ich habe mir jetzt voller Schuldbewusstsein das Buch von Hölzle gekauft, was man billig kaufen kann. Es ist nicht zu fassen. Und auf die Art, das finde ich auch spannend, wie sich das ändert, wie eine Sache, die noch eine historisch-politische Frage war in den 60er Jahren, eine historische Frage wird. Das, was Ihnen jetzt die Kraft gibt, dann das zu systematisieren, es ist eine rein historische Frage für uns und wir können deshalb wirklich Fenster aufstoßen in neues Wissen, solange wir nicht verteidigen müssen, diese historisch-politische Konnex der Fischer-Kontroverse. Bitte nicht die Deutschen an allem schuld. Bitte, bitte, bitte. Der Erste Weltkrieg war ein guter Krieg. Der Hitler, den gab es da noch nicht. Diese Debatte, die ist nicht mehr unsere Debatte in Wirklichkeit. Und von daher, ja, ist ja schön, dass es so gekommen ist. Ne? Ja. Also mit dem Abstand von 100 Jahren kann man vieles gewissermaßen entlastet von politischen Fragen noch einmal durchdenken. Aber wir wollen nicht aus dem Auge verlieren, es gibt auch diejenigen, die die Wissenschaft wieder ans Kreuz der Geschichtspolitik nageln wollen. Und wenn ich das mir anschaue, was Volker Ulrich jüngst in der Zeit geschrieben hat, da spricht er von Errungenschaften, nicht? Also was ist das für ein Begriff im Hinblick auf eine offene wissenschaftliche Diskussion von Errungenschaft zu sprechen und derlei mehr. Also sozusagen das Fenster aufstoßen stößt auch gelegentlich auf Widerstände. Leute, die das Fenster wieder zumachen wollen und sagen, seit Fritz Fischer haben wir das doch errungen, diese Auffassung, und die darf nicht angerührt werden. Und basta. Und das darf nicht sein. Das darf aber trotzdem, also was ich mich auch frage, nicht nur mit Ulrich, sondern auch mit anderen, ist das wirklich so, Sie haben sich da ja auch geäußert, dass wir unter einem Schuldkomplex leiden, wenn wir den Ersten Weltkrieg, oder dass das unsere Außenpolitik noch so stark einengt, dieser Schuldkomplex? Ist das nicht eher auch eine rhetorische Frage? Ich würde nicht sagen, dass wir, was ist wir? Sagen die Deutschen sind 80 Millionen, aber es gibt natürlich eine identifizierbare Gruppe, denen ich immer fröhlich zurufen würde, da ist das Paradigma, die Deutschen müssen schuld sein. Es muss so sein, es darf nicht anders sein. Ja. Die Deutschen sind an den Katastrophen des 20. Jahrhunderts schuld. Das ist in Rock sozusagen, wenn man sagt, ja, es stimmt ja schon, aber nein, es muss so sein. Alle Wege führen dahin. Und so. Und es gibt Menschen, die sagen anderes sagen, aber ich will das, was Gerd Krummer gesagt hat, aufgreifen. Wir müssen uns schon als Fach auch fragen, als Historiker, warum eben Chris Clark kommen musste, um dieses Buch zu schreiben. Und jede Wissenschaft muss als Disziplin in der Lage sein, sich selbst in Frage zu stellen. Sonst können sie sich nicht weiterentwickeln. Und sind wir das in hinreichendem Maße in der Zeitgeschichte, in der Geschichte des 20. Jahrhunderts? Und gibt es diesen Einfluss von Geschichtspolitik? Gibt es diesen Einfluss in welchem Maße von Narrativen? Und da muss ich sagen, da sind die Deutschen... Die deutsche Historikerschaft ist eben, was die Erforschung des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkrieges, nicht des Dritten Reich, des Zweiten Weltkrieges anbelangt, anderen Ländern hinterher. Ich muss dazu eins sagen, um das jedem verständlich zu machen. Du kannst auch nicht etwas alles sagen, doch das war schon selbstverständlich, aber ich möchte nochmal, du kannst offensichtlich, und das ist das, was mich manchmal so beengt, du kannst nicht alles sagen, was du da für richtig findest, ohne aus deiner Identität rauszutreten, ohne nicht mehr identifizierbar zu werden, ohne abgelehnt zu werden im Fach. Das Problem, ein Beispiel, als ich vor 10 Jahren sagte, Versailles, den Vertrag, hätte ich auch nicht unterzeichnet. Und als ich dann anfing, ein Versailles-Forschungsprogramm zu machen,
Da habe ich gesehen, wie das verfilzt ist zwischen Wissenschaft, wissenschaftsfördernden Institutionen, natürlich außer der Körperstiftung und außer der Gerhard-Henkel-Stiftung, wie das verfilzt ist, wie du plötzlich keinen Pfennig kriegst für ein Projekt. Misfit, das darf nicht sein. Wir wissen doch alle, dass Deutschland schuld ist. Als ich dann sagte, das wollen wir aber noch mal näher sehen, wie das damals, wollen wir gar nicht mehr näher sehen. Das wollen wir überhaupt nicht näher sehen. Und von daher, glaube ich, gibt es schon den, oder muss man sich immer wieder kritisch reflektieren, das soll man auch nicht überdramatisieren, weil jeder fühlt sich von jedem bedroht irgendwie auch, soll es nicht überdramatisieren, aber ich erlebe in Großbritannien einfach eine andere Debattenkultur, dass man, wenn einer A sagt, es findet sich irgendwann ein anderer Lehrstuhlinhaber, der sagt B. Und das ist eben eine ganz normale Situation, bei der man auch Deutungstracks und so und auch dunkle Flecken, an die sie nicht rangehen, ist nicht alles ein Paradies da. Aber insgesamt ist sie, erlebe ich auch zum Beispiel die Wissenschaftsförderpolitik offener als in Deutschland. Von daher wundert es mich überhaupt nicht und kann niemand wundern, dass solche Anstöße eben aus Großbritannien kommen und eben nicht aus Deutschland. Ich glaube, das Wort Wissenschaftsförderung war ein wichtiger Punkt, um zu verstehen, wie diese, das Mainstreaming von Positionen entsteht. Nicht? Denn sozusagen, es sind ganz bestimmte Kollegen, die dann als Gutachter firmieren, die werden natürlich unter bestimmten Gesichtspunkten ausgesucht. Und die Stiftungen möchten sich auch nicht aus dem Fenster lehnen und man könnte ja rausfallen und so weiter. Kurzum, diese ganze Diskussion ist ungeheuer innovationsavers. Das unter der witzigen Überschrift, dass permanent von der wissenschaftlichen Diskussion gefordert wird, originär und innovativ. Ja? Und im tatsächlichen Betrieb wird eine Form gewissermaßen der Vereinheitlichung, irgendwie muss man doch in diesen Konsens hinein. Das ist, glaube ich, auch ein interessanter Punkt an der Diskussion, die wir jetzt haben, von Clark ausgelöst und die wir heute hier führen, dass wir uns für unsere eigene Wissenschaftskultur vornehmen müssen, ein bisschen mutiger zu sein. Ein bisschen mutiger zu sein. Ein bisschen was von Mut. Ja? Das ist ja auch sozusagen fast wieder den Stachel löcken, wenn man Wissenschaft mit Mut verbindet. Aber gelegentlich ist das schon der Fall. Aber ich würde gerne noch mal meine Frage wiederholen. Meinen Sie wirklich, genau, nicht diese, also eine andere Frage, meinen Sie wirklich, dass dieser Schuldkomplex im Mainstream oder auch nicht im Mainstream die deutsche Politik, Außenpolitik in der EU begrenzt hat? Ja, also. Also, dass es deswegen notwendig ist, das zu sagen? Ich meine, das ist ja Ihre These im Moment. Ja, also ich will jetzt gar nicht zu weit gehen, weil das wird auf der Ebene von Eliten gemacht. Aber ich bin ja gelegentlich auf Veranstaltungen, bei denen man sich auch im politischen Handgemenge befindet. Und vor einiger Zeit hatte der Michael Sommer vom DGB eingeladen zu einem sicherheitspolitischen Workshop. Und da standen sie gleich da, nicht? Sozusagen. Überhaupt das zu diskutieren im DGB ist ein Tabubruch. Und da haben so Plakate hochgehalten. Vor Stalingrad stoppte uns der Winter, jetzt haben wir einen Sommer und derlei mehr. Also unsinniges Zeug. Aber sozusagen innerhalb dieser Veranstaltung eine sehr massiv auftretende Gruppe. Erstens mit der Position, wir müssen in Deutschland die gesamte Rüstungsindustrie abschaffen. Zweitens keinerlei Beteiligung an Einsätzen, was auch immer. Friedenseinsatz ist eine Lüge, ist immer Kriegseinsatz, etc. Das sind vielleicht gar nicht so viele. Aber was interessant war in der Veranstaltung war, dass die anderen sich nicht getraut haben, dagegen Position zu beziehen. Ja? Sondern es gab so etwas wie ein sich klein machen, sich ducken. Na gut, ich meine, ich war dann, weil ich oben auf dem Podium saß, fällig und ich musste diese Auseinandersetzung führen. Das macht nichts. Ich habe selber lang genug Politik gemacht. Aber das um ist das noch zu nicht können. Die Politik. Ich meine, was um ist das Außenpolitik? Wir haben Einsätze aber gehabt, Sie, wir haben uns beteiligt. Ja, das spielt natürlich rüber, nicht? Sozusagen in die Politik, insofern die verschiedenen Gruppierungen beeinflusst werden. Ich sehe nur nicht diese Zurückhaltung oder dieses Nichtvertreten von Interessen. Ich würde ein Beispiel bringen wollen, wie die Deutschen offiziell regierungspolitisch, Auswärtiges Amt etc. den 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs begehen. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Man sagt also, wir begehen es nicht, weil man Angst hat, dass man die Debatte wieder hat, Versailles, Kriegsschuld. Und das ist natürlich aus einem
Also es gibt, sagen, ja, den UKAS, wir hängen das tief, wir machen nichts, höchstens der Opfer und irgendwie am besten gar nichts machen. Und es ist vielleicht auch verständlich aus der Sicht in der Politik, weil man natürlich, wir sind in einer Situation, Eurokrise, Deutschland ist vielleicht in den Südländern nicht unbedingt populär. Und wenn man da nun in einer bestimmten Weise einen Clark vor sich hertreibt, ist es vielleicht nicht gut. Man hat Angst, zum Beispiel wieder als der, sagen, eine bestimmte Rolle wahrgenommen zu werden. Also, lieber vermeiden, was können wir dabei gewinnen als Politiker, als Außenpolitiker, also machen wir nichts. Ich halte das ehrlich gesagt für einen Fehler, für einen großen Fehler, ja. Denn mein Narrativ wäre, also ich frage ja keiner, aber hier kann ich es ja sagen, dass man eigentlich drängt sich doch bei diesem Ersten Weltkrieg als Konsequenz auf, dass mit 14 ist auch natürlich der Zweite Weltkrieg verbunden und 14 bis 45 ist die europäische Katastrophe, an der Gesamteuropa beteiligt ist und die Konsequenz in unterschiedlichen Rollen, in ganz unterschiedlichen Rollen, aber sie ist traumatisch für alle Europäer in unterschiedlichster Weise. Und ich würde immer sagen, wenn man daraus nicht ein neues Narrativ mixen kann, warum sind wir Europäer da nicht zusammen? Wir haben uns dann gelitten. Also da sehe ich, sagen, eine Chance, auch gemeinsam in Brüssel was zu machen. Nicht jeder einzeln, nicht in den Nationalismus zurück, genau das, was wir eben jetzt beobachten, sondern das dann gemeinsam zu erinnern. Das wäre eigentlich die Chance, aber dafür hat man Angst und man macht das nicht. Also nicht so einig mit dir wie in dem Fall. Und das liegt auch daran, dass wir beide, du noch mehr als ich, das ein bisschen auch vom Ausland her mitkriegen. Ich bin in dieser Kommission der französischen Regierung für die Gestaltung der 100 Jahre. Ja. Ich werde überfallen mit der Frage, was macht ihr in Deutschland? Bedeutet euch der Erste Weltkrieg nichts? Und also dann, kommt genau die Analyse, die Sönke Neitzel gerade gegeben hat. Und ich sage dann noch eins dazu. Wir müssen auch überall in Europa erst einmal lernen, das geht nicht nur die Deutschen an. Wir müssen gucken, dass Europa nur zusammenwachsen kann, wenn außer dem politischen und ökonomischen Zusammenwachsen eine Art des Zusammenwachsens des Gedächtnisses ist. Da und damit meine ich nicht die politischen Formeln, wir sind alles weiße Neger, wie die Franzosen so schön sagen, wir sind alles weiße Neger, also diese Ausgleichsformeln. Wir müssen in Deutschland kapieren, verstehen, dass in anderen Ländern der große Krieg nicht mehr abgefeiert wird, in England auch anders als in Frankreich, sondern dass die Menschen noch der Toten des Ersten Weltkrieges gedenken. Bei uns sind die Toten des Ersten Weltkrieges mausetot. Sie waren, und das liegt mit den besonderen Problemen zusammen, die wir in Deutschland hatten, schon ab 1919 konnten wir nicht gemeinsam unserer Toten gedenken, weil dauernd die Deutschstoßfrage dazwischen hakte und weil es, wie hier für Berlin analysiert worden ist, eine Art Stellungskrieg der Denkmäler gab. Dann wurde das alles vergessen, dann kam die große Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Ich kann ja unsere Politiker verstehen, dass sie da nicht dran rühren wollen und jetzt nicht die alten Grabsteine aus dem Ersten Weltkrieg entmosen können. Das können sie auch nicht. Aber sie müssen verstehen. Aber dann sage ich noch eins zum Schluss dazu, damit ich da nicht so urdeutsch wieder bin. Nur zum Schluss. Dann müssen aber auch die Franzosen anfangen zu verstehen, dass die Deutschen nicht als blutige Barbaren und Aggressoren gekommen sind, sondern weil sie der Überzeugung waren und blieben, ihre Vaterland zu verteidigen gegen den geplanten Angriff. Sonst hätten sie nämlich den Krieg nicht 4 Jahre durchgehalten. Das müssen die Franzosen verstehen und die Engländer müssen das verstehen. Und wenn sie das verstehen, alle, dann kriegen wir in Europa gebastelt. Ich würde gerne noch ganz kurz das Mann im Ministerium differenzieren. Der Stillstand und die Nichtplanung hat relativ lange angedauert. Das ändert sich jetzt. Also da hängt ganz erstaunlich viel am Minister. Nicht? Ja. Also Steinmeier hat begriffen, dass das ein Punkt ist, den man nicht aussitzen kann oder mit Zuwarten löst, sondern er treibt die Dinge jetzt voran und hat einen Arbeitsstab gebildet und hat einen Sonderbeauftragten eingesetzt und derlei mehr. Einige Veranstaltungen. Da zeigt sich noch einmal das, was ich vorhin schon gesagt habe. Auch in der Politik muss man gelegentlich Mut haben und nicht sagen, wir lösen die Probleme, indem wir erstmal gucken, was die anderen machen. Wunderbar. Wir haben von außen unglaublich viele Eingaben bekommen. Wir freuen uns sehr darüber. Und eine schließt sehr gut an das an, was jetzt gerade zum Schluss diskutiert wurde. Das ist jemand bei Lisa von Hans-Günther Torwart. Das ist jemand, der bei uns wirklich häufig zu diesem Thema schreibt. Er sagt, in Frankreich und Großbritannien werden nach wie vor die Sieger
des großen Krieges als heldenpatriotisch gefeiert. Dagegen sind bei uns die Verlierer als Gefallene zumeist vergessen und es wird vielleicht noch hin und wieder um sie getrauert. Wie kann es im Jahr 2014 ein gemeinsames europäisches Gedenken an den Jahrestag zum Anfang des Ersten Weltkriegs geben, bei dieser völlig unterschiedlichen Sichtweise im Umgang mit dem Krieg und seinen Gefallenen? Das schließt so ein bisschen an, wie geht man mit den Toten um? Wir haben es versucht zu beantworten, aber Herr Schatzul, jetzt noch ein Wort dazu. Man kann sagen, vom Podium hier den Wunsch äußern, muss man die Situation der anderen verstehen, die Franzosen mit der Situation der Deutschen, die Deutschen der Franzosen. Nur, das ist ein hehrer Wunsch, man könnte auch sagen ein naiver Wunsch. Wenn ich in Großbritannien den Remembrance Day erlebe, fast kein Brite, wird sich irgendwie Gedanken machen um die Deutschen, das ist völlig wurscht. Was ist überhaupt der Kontinent? Ja, das ist abgeschnitten vom Nebel, es geht um die eigene Nation und das wird ja auch entsprechend bespielt. Und die Briten sehen es auch nochmal anders als die Franzosen. Die Franzosen haben viel mehr die Opfer im Sinne. Also ich glaube, die realpolitische Erkenntnis wird sein, dass das, was der Zuhörer gefragt hat, genau eben nicht passieren wird. Und wir werden, das wäre meine Wette, eine gute Kiste französischen Rotwein würde ich wetten, dass wir Ende 1914 eben dastehen und sagen, die Chance einer gemeinsamen europäischen Erinnerung ist letztlich dann doch vertan worden, mit wenigen Ausnahmen vielleicht, und dass letztlich die Nationen sozusagen in ihre eigenen Erfahrungen zurückgefallen sind und eben eher das Trennende betont haben und eben nicht das Gemeinsame. Es wäre eine Chance, aber ehrlich gesagt sehe ich nicht, wie das, aber den Vorbereitungen, die in London... Ich sehe ein Ding, und das möchte ich nur, um ein Beispiel zu geben, das alles erklärt, Sönke. Ich habe jetzt gesagt, in einer großen französischen Zeitschrift, richtig, in europäisches Gedächtnis kann erst werden, wenn am Gebeinhaus von Douaumont bei Verdun ein kleines Schild drankommt, auf dem steht, hier liegen auch 70.000 deutsche Soldaten bei den 150.000 Knochen, die da liegen. Hier liegen, wenn das möglich ist, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir verstehen untereinander. Und das ist jetzt nicht jetzt möglich. Passierte das. Das habe ich für Geo-Histoire gemacht. Ja. Die machten da einen großen Überschrift draus, was ich gar nicht wusste, wie immer mit den Überschriften. Ja, jetzt kommt plötzlich direkt ein Anruf aus Frankreich. Ja, wir sind doch auf dem Wege, wir machen da was. Da schauen wir mal. Ja. Da schauen wir. Man muss nur auch fähig sein, diese Art von Sachen einzufordern und nicht, wie es zu oft geschieht, zu sagen, bitte an nichts rühren. Aber wir haben natürlich also eins noch vergessen. Erstens, es gibt schon eine ganze Reihe von regionalen Institutionen und auch Veranstaltungen und Partnern, die gemeinsam sich erinnern, also gerade Deutschland, Frankreich auf jeden Fall. Ja. Aber wir haben, das ist natürlich noch nicht Europa, der ganze Osten, Osteuropa, Russland, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenen, Kroatien, genau. Da haben wir noch mal eine ganz andere Sicht und eine ganz andere Überlagerung. Und, Die Polen, jetzt kriegt ich, genau. Die Polen zum Beispiel, die anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, dass vor Verdun 1916 bei den Franzosen 70.000 Polen gefallen sind und bei den Deutschen auch. Ja. Die Russen hatten den Franzosen Polen geliehen. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Erinnerung sich eben aus dem Kriegserlebnis ableitet und das Erlebnis und die Deutung war eben in Frankreich anders als in Deutschland und so weiter. Und diese Abstraktion zu sagen, dass wir haben ja einen anderen Zugang, aber letztlich sind das Leute, die sind gefallen, es war eine gesamteuropäische Katastrophe, davon von der eigenen Sinnstiftung zu abstrahieren. Wenn ich den Briten sage, ihr habt gar nicht gewonnen, und lasst das mal bleiben, nur immer sagen, euren Sieg, We Are a Nation of Winners, zu feiern, dann würde ich angeguckt, ob ich noch alle Tasten im Schrank habe. Ne? Also diese, was Gerd Krummer völlig zu Recht einfordert, wenn wir dazu in der Lage sind, da würden ja die Erinnerungsforscher sagen, das ist ein hehres Ziel, das wird auf einer bestimmten Ebene vielleicht funktionieren, auch in der Wissenschaft funktionieren, aber in der breiten Masse nie. Die Politik hat den Mut nicht. Das Europäische Museum, was in Brüssel geplant wird, seit 10 Jahren bewegt sich das nicht wirklich. Ich habe den Vorschlag gemacht, lass den Ersten Weltkrieg doch darstellen, so wie er von den verschiedenen Nationen gesehen wird, ohne Ausgleichsformeln, die ihr immer braucht. Nur die Unterschiede zeigen. Die Leute sollen sich die Unterschiede angucken können, dann können sie es verstehen. Als ich das gesagt habe, bin ich nicht mehr eingeladen worden für die Vorbereitungssitzung. Also, ja, das war politisch nicht korrekt. Wir brauchen Ausgleichsformeln. Davon müssen die runterkommen. Kann man dahinter noch
noch die Frage steht, die auch gerade auf Twitter aufgetaucht ist, was ist überhaupt Europa? Die möchte ich Ihnen jetzt nicht stellen. Sie haben nämlich richtig gesagt, wir haben keine 2 Stunden mehr, sondern die Gelegenheit eigentlich nutzen, die Fragerunde kurz ins Publikum zu öffnen, nachdem wir zwar immer noch genug auf Twitter haben, aber Ihnen gerne die Gelegenheit für Fragen zu geben. Professor Krummreich, Sie haben vorhin gesagt, dass die deutschen Soldaten nach Frankreich gezogen sind, um den bevorstehenden Angriff Frankreichs zuvorzukommen. Wie habe ich das? Ich habe das nicht genau verstanden. Meint Sie damit die subjektive Überzeugung der Soldaten oder die historische Sachlage? Die strategische Planung. Die Deutschen waren vom bis hin zum, leider inzwischen bald, bis hin zum kleinsten Sozialdemokraten, bis zum Friedensbewegtesten der Überzeugung, dass die Ausländer irgendetwas Böses vorhaben. Nicht die Völker, nicht die Völker, aber die Regierenden und die Imperialismen und so. Und in der Zeit, ab 1911, spitzt sich die Rüsterei zu. Und alle sind der Überzeugung, es könnte ein Angriff drohen. Es könnte ein Angriff. Die deutschen Soldaten gehen ins Feld mit dem durchgehenden Bewusstsein, wir gehen nach Frankreich, um zu verhindern, dass die Franzosen und die Russen uns überfallen. Das haben die seit langem vor. So ist das 14 zugespitzt. Der Jubel des August ist kein Eroberungsjubel, er ist ein Verteidigungsjubel. Und das müssen die Leute verstehen. Historiker haben das längst kapiert. Wir wissen genau, was sich im August abgespielt hat. Es ist eine Überzeugung, es muss sein, wir müssen Deutschland verteidigen. Und das ist ja das, es gibt übrigens noch keine Arbeit über die Entwicklung des Verteidigungsdenkens im Ersten Weltkrieg. Nicht eine Arbeit. Wieso hatten die Deutschen, meine einfache Frage, wieso haben die deutschen Soldaten in zu vielen Millionen bis zum Ende oder fast zum Ende die Überzeugung behalten, sie sind rechtmäßig da, um Deutschland zu verteidigen? Der Krieg ist nicht in Deutschland, er ist in Frankreich und überall. Und sie sind stolz darauf. Sie sagen, wenn wir stehen, ein Wall aus Eisen und Feuer an der Somme, wir achten darauf, dass dieser Krieg nicht nach Deutschland kommen kann, wie die anderen es planen. Und das ist das. Deshalb kann man dieses Verteidigungsdenken nicht unterschätzen. Erst in den Krieg gehen die Menschen in allen Ländern in der Überzeugung, das ist verschieden gewichtet, wir verteidigen uns. Wir verteidigen Zivilisation, wir verteidigen. Man muss auch noch etwas richtigstellen im Hinblick auf Operationsgeschichte. Die Operationsgeschichte, das August 1914 sieht nicht so aus, dass die deutschen Soldaten gleich nach Frankreich einmarschieren, sondern die marschieren erst die ganze Zeit durch Belgien. Der französische Angriff, sowohl im Südelsass, der wird relativ früh zurückgeworfen, aber nicht ganz Elsass freigekämpft. Der französische Angriff nach Plan 17 erfolgt aus Lothringen heraus und da dringen französische Truppen vorher auf deutschen Boden. Das Problem ist, dass die 6. Armee so ungeheuer tapfer kämpft. Das ist ein Problem der Bayern, die nicht zurückgehen wollen und der rechte Flügel der Preußen gewinnt. Ne? Also auch noch eine Geschichte des Föderalismus. In dem Moltke-Plan ist das ja extra dick gemacht worden. Genau. Sodass also gewissermaßen die Wahrnehmung derer, die am Krieg beteiligt sind, zunächst einmal heißt, die Franzosen stoßen in dem Bereich des Saargebiets nach Mörchingen, Morange vor. Und wir sind ja noch gar nicht auf französischem Boden. Das muss man sich vor Augen führen. Man sieht schon sich verteidigen durch Belgien. Ja? Also da ist wirklich also ein großes Problem. Und ich bin auch sehr dankbar, dass Sie diese Frage noch aufgeworfen haben. Es besteht kein Zweifel daran, dass die deutschen Soldaten der Überzeugung waren, Not kennt kein Gebot, wir müssen das hin, wir müssen das kurz, die anderen haben aggressive Absichten, wir müssen das verhindern, tragt den Krieg auf welchem Weg auch immer nach Frankreich. Und das ist natürlich das Entscheidende. Man muss im Übrigen auch sagen, die Franzosen hatten 1911 auch einen Kriegsplan, den Plan 16b, der eine Offensive durch Belgien vorsah. Und dann kam die französische Regierung, als die Militärs fragten und sagte, nee, macht was anderes. Geht da unten hin, wir gehen, machen das nicht in Belgien. Das ist der Unterschied. Als der Schlieffen das sagte, hat kein Politiker auch nur etwas zu sagen gehabt. Und das ist der ganze Unterschied gewesen, dass die französische Regierung, egal ob links oder rechts, Taillot genau wie Poincaré, sagen, denkt euch was anderes aus. Das ist aber,
Das ist die Sicht von Ritter, nicht? Von Gerhard Ritter, der gesagt hat, der deutsche Militarismus, den hat es gegeben, aber das ist der Militarismus dessen, dass der Schlieffen sozusagen die Politik kolonisieren konnte. Ja, noch 1912 fragt doch der Jago nach, muss das sein? Ja, sagt der Moltke, muss sein. Basta. Ja. Darf ich an der Stelle noch eine Frage, die ich gerade auf der Twitter-Wall gesehen habe, einwerfen? Da fragt Charlotte Jans nämlich, es gab aber doch in Deutschland und auch europaweit Friedensdemonstrationen im Sommer 1914. Ja, und von denselben Leuten, die dann einen Tag später zur nationalen Verteidigung begeistert aufbringen. Ich sehe keine Sozialdemokraten und Friedenskämpfer, die dann ab dem August weitergekämpft hätten. Und da ist das Problem. Dass die Masse will keinen Krieg. Es gibt so viele Friedensdemonstrationen. Aber man demonstriert doch nicht gegen den Krieg. Man demonstriert gegen den imperialistischen Krieg. Und als es den Regierenden gelingt, ihren Völkern klarzumachen, dass das kein imperialistischer Krieg ist, sondern ein Verteidigungskrieg. Da schreien alle Hurra. Und das geht nur, weil man sich vorher schon so lange daran gewöhnt hatte, dass die anderen vielleicht einen angreifen wollen. Und das funktioniert im August. Alle waren gegen den imperialistischen Krieg, außer ein paar Alldeutschen und sonst hier Nationalliberalen. Alle. Aber nicht gegen einen Krieg der Masse der nationalen Verteidigung. Vor allem haben die Friedensbewegten nicht die politische Macht. Und das Entscheidende ist, die Policymakers haben eben nicht mit der Friedenstaube demonstriert und auf die kam es an. Nicht so, wenn ich den Nationalstaat als positiven Referenzrahmen sehe, wenn alle sagen, wenn sagen, der Kaiser oder der Staatspräsident es befiehlt und ich folge, dann sind das die entscheidenden Leute. Und die haben die Entscheidung getroffen, wie sie getroffen haben. Und die waren relativ unbeeindruckt von den Friedensbewegungen. Ich fand die Entwicklung der Diskussion am Schluss mit Blick auf eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur sehr wichtig und so gut. Und vor allen Dingen deswegen, weil ja eine wichtige Voraussetzung für den Krieg auch war, dass die irredentistischen nationalen Bewegungen so wirkmächtig waren in Italien, in Serbien und so weiter. Und dass eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg, und das ist ja fast vergessen, die erste Überlegung eines paneuropäischen Gedankens aufgekommen sind. Und wir sehen ja die Genese der europäischen Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei kamen wirkungsmächtige Ideen mit Kodenhove, Kalergi und so weiter nach dem Ersten Weltkrieg auf. Und da könnte man eigentlich auch sehr gut dran anknüpfen. Europa, auch vor dem Ersten Weltkrieg, hatte schon alle Welt von Europa gesprochen. Europa war schon doch sehr weit entwickelt als Einheit. Es gab europäische Regelungen bis hin zu Voltspannungsregelungen. Es gab in Paris das Europäische Institut zur Harmonisierung der nationalen technischen Gegebenheit. Es gab die internationale und europäische Bäckerinnung. Es gab alles in Europa. Und kein Mensch, und das war auch einer der Gründe, weshalb alle irgendwie glaubten, das kann in Europa nicht mehr wirklich schief gehen mit den großen Nationalkämpfen. Aber auf Ihre Frage, nach dem Ersten Weltkrieg ist das enorm schwierig. Deutschland wird ja durch den Versailler Vertrag bis 1924, 25 von allen möglichen Sachen ausgeschlossen. Erst 28 wurde Deutschland auf einen internationalen Historikerkongress zugelassen. Bis 25 durften die Deutschen doch nicht die Kriegsgräber im Ausland besuchen. Erst 25 sind die Grenzen dafür auf. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen unter heutigen Begriffen, was da los war. Natürlich gab es dann die Pan-Europa-Bewegung von dem Kudenhofe und sowas, aber das waren elitäre Veranstaltungen. Natürlich war das ein möglicher Durchbruch, was der Stresemann und der Briand dann unternommen haben mit Locarno. Natürlich hat es diese Art von Europa gegeben, aber es gab dann auch plötzlich und sofort damit zusammenhängend ein faschistisches Europa. Aus dem Krieg können uns nur die neuen Imperien retten. Die Juden und die anderen haben den Krieg gemacht. Jetzt machen wir Faschisten überall, sorgen wir dafür, dass Frieden wird. Das haben wir ja auch als Theorie. Also die faschistischen Internationale und so, das kommt dann auch auf. Ein ganz eine schreckliche Geschichte. Also Europa ist damals auch ein Begriff vom Kudenhove-Kalergi, Pan-Europa, das ist sehr elitistisch, bis hin zu
ernst gemeinten, nach unseren heutigen Begriffen, Europa-Initiativen bis zu den faschistischen Europa-Initiativen, das ist nicht so wie heute. Das ist ein Wort auch, aber das ist ganz was anderes. Ich glaube, man muss realisieren, dass die Idee von etwas noch kein politisches Projekt ist. Das wird dann diskutiert und im Nachhinein erinnern wir uns sowieso nur an die Ideen, die in irgendeiner Weise dann zu einem späteren Zeitpunkt wirksam geworden sind. Das heißt, wir greifen selektiv in die Vorgeschichte zurück, ziehen die raus und sagen, aber damals ist es schon gedacht worden. Aber nicht? Die wenn Historiker tun das nicht, nur die Schlechten. Zugestanden, ja. Es gibt aber doch eine Reihe Schlechter. Das heißt, die Idee Europa, nicht, könnte ich jetzt sagen, als Ideenhistoriker bei Campanella, Tommaso Campanella, findet man das schon in einer bestimmten Weise. Aber das versickert dann wieder und dann taucht es mal wieder auf und jeweils mit krisenhaften Zuspitzungen wird es etwa auch in der napoleonischen Ära, wenn Sie sozusagen die Geopolitiker sich angucken, die sowohl die vornapoleonische als vor allen Dingen die napoleonische Politik begleiten, ist das ein Europagedanke unter französischer Führung. Nicht? Dagegen wird dann ein Europagedanke auch unter deutscher Führung, teilweise bei Rietzler ja vielleicht gefälscht, aber ich glaube nicht, nachzulesen im Hinblick auf Wirtschaftsunionen, die zu stiften, zu schließen und wie auch immer zu verbinden sein. Deutschland als Chef von Europa, Mitteleuropa-Planungen. Genau. Super. Genau. Das heißt, man kann gewissermaßen das Europaprojekt immer wieder verfolgen. Die Frage ist, wer verfügt darüber? Chris Judicabit. Mitteleuropa war eine Planung, wie die Deutschen Europa beherrschen. Gar keine Frage. Ja, auch bei Friedrich Naumann. Andererseits kann man natürlich auch sagen, es antizipiert in vieler Hinsicht Probleme, die danach aufgetaucht sind und die nicht lösbar waren, nämlich dass das Ordnungsmodell des Nationalstaates, je weiter man nach Osten gegangen ist und vor allen Dingen je weiter man nach Südosten gegangen ist, keine ernstzunehmende, befriedigende Option ist zur Lösung von Konflikten. Und in gewisser Hinsicht stehen wir da in dem postimperialen Raum, den der zerfallene Donaumonarchie hinterlassen hat, aber auch in den postimperialen Räumen des Osmanischen Reiches heute noch davor und haben also keine wirklich schlagende Antwort darauf. Ja. Und dann ich habe das Gefühl, wenn die von 1914 von Europa reden, dann reden sie sehr stark vom Konzert. Vom Konzert der Mächte. Ja. Europa kann doch nicht zulassen, heißt es in der Juli-Krise oft, Europa kann doch nicht zulassen, dass das hier so mit den Serben passiert. Also das Konzert der Mächte als der wirklich das stabil, mehr als das Problem eines europäischen Volkes. Die Idee ist damals nicht geläufig, die Idee eines europäischen Volkes ohne Grenzen und so, sondern internationale Verbindungen, Verknüpfungen, aber keine, der Nationalstaat ist schon das Überwiegende. Das ist der Unterschied zu heute vielleicht. Ja, da würde ich, wenn ich doch genau. Darf, oder sind wir? Ja, wir sind eigentlich schon, sagen wir mal, relativ gegen Ende. Vielleicht setzen wir das gleich noch. Dann, ich bin ja gewohnt, in 30 Sekunden Sätze zu reden. Also ich glaube, dass das also diese Idee natürlich heute ist, Solidarität aller Europäer untereinander. Und das ist der Unterschied zu Naumann, zu Bethmann-Hollweg, Mitteleuropa. Da war es die Solidarität mit Deutschland. Die Deutschen wollen sich einfach wirtschaftlich vergrößern. Nur, die Frage ist natürlich, Gerd Krummeich sagte, der Nationalstaat spielt heute eben eine geringere Rolle vielleicht. Da würde ich ja ein ganz fettes Fragezeichen dran machen, als jemand, der in Großbritannien lebt. Die Briten verstehen überhaupt nicht, was dieses ganze Europa soll. Kein Mensch versteht das, also bis auf die paar Liberalen. Also ich glaube, dass wir oft auch als Deutsche natürlich sagen, das deutsche Dilemma wird gelöst, denn wir Europa haben. Wir sind entweder zu groß oder zu klein. Herr Münkler hat es auch nochmal beschrieben in seinem Buch. Und wenn wir Europa haben, dann ist dieses Problem gelöst. Die anderen dann haben da eine ganz andere Wahrnehmung gehabt. Und das kann man auch wieder für das Erinnern sehen. Das ist eine typisch deutsche Forderung, zu sagen, auch die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg muss europäisiert werden und so. In Großbritannien kommt kein Mensch darauf, zu sagen, wir machen das jetzt alle zusammen. Nee, warum? Der Rahmen ist der Nationalstaat. Das mit der europäischen Erinnerung ist ein schönes Stichwort. Ja. Genau. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass ich mich auch frage, ob
dann es nicht einfach noch in gewissermaßen zu früh ist, auch für 14 mit einer europäischen, was auch immer das sein soll. Und wäre es nicht einfach schon mal sehr viel, wenn wir in diesem Jahr lernen, gegenseitig wie die anderen, also wie der Standpunkt der anderen ist. Das wäre dann schon mal ein Riesenfortschritt. Das wäre meine Message. Genau, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Genau. Ja. Können wir das? Das wäre doch die Message. Und damit beenden wir die Diskussion. Und das wäre. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, dem ist auch von unserer Seite aus nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielen Dank an Sie, vielen Dank an das Publikum, vielen Dank an alle, die von außen uns sich zugeschaltet haben. Wir werden diese Reihe weiter betreiben. Es ist noch in Planung. Wir haben noch keinen konkreten Termin, aber wir werden sicherlich noch bis zum Mai noch zwei dieser Veranstaltungen durchführen. Sobald wir Näheres wissen, informieren wir Sie natürlich. Vielen Dank.